Eine schmutzige Bombe soll den Krieg in der Ukraine eskalieren, behaupten die Russen. Bilden die sich das nur ein oder steckt mehr dahinter? Außerdem, das Kanzleramt will China erlauben, sich in Hamburg einzukaufen. Aber das eigentliche Thema ist nicht der Hafen. Und auch nach der Sprengung von Nord Stream 2 läuft zwar keine richtige Ermittlung, aber die Propagandamaschine auf Hochtouren. Das und mehr jetzt im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend, in diesen explosiven Tagen, in denen sich die Ereignisse überschlagen und wir wissen gar nicht, ob es einen Morgen geben wird. Umso mehr freue ich mich, dass meine beiden Co-Moderatoren wieder da sind. Der sensationelle Dirk Pohlmann aus seinem professionellen Tonstudio. Ja, ne, sozusagen. Und wenn ich wüsste, dass es am Morgen vorbei ist, würde ich mir immer noch eine Holzwand kurz einziehen in mein Haus, also in Anlehnung an Luther. Hm? Aber uns bleibt ja immer noch Paris oder wie sagt man, Zürich. Herzlich willkommen, der sensationelle Matthias Bröckers. Hallo Jungs, hallo Freunde. Ja, ich lasse heute Morgen irgendwie einen Kalenderspruch von Hermann Hesse. Ja, ich kriege ihn jetzt nicht mehr so wörtlich auf die Reihe, aber so ungefähr lautete der: Bei allem Wehe liebe ich diese verrückte Welt. Mhm. Und ja, so ähnlich geht es mir auch. Es ist alles ganz furchtbar. Aber ja, die Welt ist verrückt, aber wir leben noch. Wir leben noch und sie ist wahnsinnig interessant. Sie ist wahnsinnig interessant und die Russen tragen wirklich zur Spannung bei in diesen Tagen. Jetzt verbreiten die ja auch noch die irre Verschwörungstheorie, dass die Ukrainer dabei wären, eine schmutzige Bombe zu bauen, um die auf eigenem Territorium zu zünden. Hier haben wir gerade den Experten, was war das, der Experte für Nuklearforschung gesehen, der hier eine Pressekonferenz hält vor versammelter Mannschaft. Dieses Videomaterial stammt vom Verteidigungsministerium in Russland. Und hier sagt also Igor Kirillow, Kommandant der Verteidigungskräfte gegen nukleare Angriffe von Russland, dass sie Beweise dafür haben oder starke Hinweise darauf, dass zwei Institutionen daran beteiligt wären, gerade diese schmutzige Bombe, also eine Mischung aus explosivem und radioaktivem Material zu konstruieren und tatsächlich auf ukrainischem Territorium zu zünden, und zwar um um das dann Russland in die Schuhe zu schieben. Und das ist natürlich so eine abgefahrene Verschwörungstheorie. Also wenn die Russen wollen, dass man ihnen glaubt, warum überlegen die sich nicht was Einfacheres? Warum sagen die nicht, Amerika will eine Bombe bei uns zünden oder irgendwie sowas? Warum? Was soll das alles? Leute, könnt ihr mich aufklären? Also das Erste, was man dazu wissen sollte, ist, dass die USA die 101. Fallschirmjäger, wie heißt das, Airborne Brigade, ja, also das heißt eine berühmte Einheit, die bei der Normandie-Landung im Zweiten Weltkrieg 1944 sehr berühmt geworden ist und auch danach, also das ist eine Elite-Einheit, die als erste irgendwo reingehen. Diese Einheit ist nach Rumänien verlegt worden. Es geht in diesem Zusammenhang um sozusagen zwei Städte. Es geht im Endeffekt um Odessa. Und von der Rumänien, wenn man sich das auf der Landkarte anguckt, dann ist sozusagen nochmal Moldawien mit ein da drin. Das ist genauso nah dran. Aber von Rumänien ist der kürzeste Weg, den es gibt, am Schwarzen Meer entlang nach Odessa. Und da ist die Frage, die sind die Amerikaner jetzt mit mittlerweile mehr als 4.500 Mann, was das eigentlich soll. Also das heißt, das ist eine... Das Verlegen direkt an die Grenze, und wir werden es ja auch noch zeigen, die Ankündigung, dass man jederzeit bereit sei, den Weg in die Ukraine einzuschlagen, wenn es dort Schwierigkeiten gibt von Kommandeur dieser Einheit, ist eine Eskalation, weil sie in Aussicht stellt, dass es einen direkten Kampf zwischen russischen und amerikanischen Truppen geben würde. Also das ist weiterhin der helle Wahnsinn, was hier abläuft. Es hat eine Ähnlichkeit mit dem Ersten Weltkrieg, dass keiner auf der Bremse steht, um das zu verhindern, anders als in der Kuba-Krise, wo beide Seiten versuchten,
man glücklicherweise zwei vernünftige Leute an der Spitze hatte, nämlich Khrushchev und Kennedy, und nur ein paar verrückte Militärs im Hintergrund, ist es jetzt eigentlich so, dass wir in den USA, ich wüsste nicht, wie ich das bezeichnen soll, also Leute, die die Hasardeure, also die Wabank spielen, die meinen, nur wer ganz hoch pokert, kann auch ganz hoch gewinnen, all in, ja. Das ist, also die Verschwörungstheorie, wenn es denn, wenn man sie als diese bezeichnen will, ich würde das nicht tun. Ich glaube nicht, dass die Russen leichtfertig mit sowas rausgehen. Matthias wird uns ja auch gleich was sagen zu den Telefongesprächen, die stattgefunden haben. Das sollte man, also irgendwo müssen mal Erwachsene das Ruder übernehmen und diese Jugendlichen oder Sandkastenleute zur Seite schieben. Es ist unerträglich. Was sind für Telefongespräche, Matthias? Naja, zum ersten Mal, das war in der Anfang vergangener Woche schon, hat Shoigu, der russische Verteidigungsminister, mit seinem Pendant Lloyd Austin in den USA telefoniert seit Mai. Also die haben quasi oder fast ein halbes Jahr nicht mehr auf höchster Ebene konferiert. Es ist über die Gespräche nichts richtig verlautbart worden, weder von der einen noch von der anderen Seite. Man kann aber davon ausgehen, dass zum einen der Austin seinem Kollegen versichert hat, hier die Verlegung von unserer 101. Airborne Division danach nach Rumänien, das sei nur ein Manöver, also das runterzuspielen, vermute ich, also wird nicht nur ich, sondern einige. Mhm. Und das Zweite waren dann Anrufe, die am letzten Donnerstag und Freitag erfolgt sind, oder ich glaube noch einer Anfang der Woche, dass Shoigu hintereinander den türkischen, den britischen, amerikanischen und französischen Verteidigungsminister angerufen hat. Auch über die Gespräche ist nicht richtig was verlautbart worden. Es ist anzunehmen, dass eben der Verteidigungsminister, wie Dirks eben schon gesagt hat, die Russen machen nicht so eine irrsinnige Verschwörungstheorie, für die es keinerlei Beweise gibt, öffentlich und reden da auch dann face-to-face oder direkt mit ihren Kollegen in den westlichen Ländern drüber, wenn sie nicht irgendwas Geheimdienstinformationen haben, dass an dieser Information etwas dran ist. Und deswegen, ich finde es ja grundsätzlich gut, also als die Nachricht kam, dass die Shoigu und Austin telefoniert haben, gesagt, ach, endlich redet da jemand wieder. So ähnlich wie eben Khrushchev und Kennedy damals, eben auch sogar hinter dem Rücken ihrer Militärs und Geheimdienste auf einem geheimen privaten Backchannel haben die beiden die Kuba-Krise sozusagen entschärft damals. Und dass es sowas jetzt wieder gibt, das kann man eigentlich nur hoffen. Und ich vermute auch, das ist jetzt meine Vermutung, dass nicht nur eben die Verteidigungsminister in der letzten Woche miteinander konferiert haben, sondern dass auch eine Ebene oder zwei drunter, also sprich die Generäle und die führenden Chefs der Streitkräfte in Kontakt sind, weil im Pentagon, also im Militär will man sich nicht auf einen Konflikt und auch nicht auf einen nuklearen oder taktischen Nuklearschlag mit dreckiger Bombe einlassen, weil man genau weiß, dass Russland zurückschlagen kann, auch atomar. Und die Frage ist jetzt, und wir stellen das Link rein, der Gonzalo Lira, also Blogger aus Kharkov in der Ukraine, der sagt, der vermutet, er sagt, das ist ein Plan der Amerikaner, also nicht, wie gesagt, des Pentagons und des Militärs unbedingt, aber von bestimmten Kreisen in den Diensten und teilweise Militärs, dass man mit einer Dirty Bomb jetzt den ansonsten verlustig gehenden Landkrieg in der Ukraine eskaliert,
dann dort eingreift, weil man schon eine große Truppe in Rumänien hat und die NATO und die USA dazu bringt, jetzt richtig loszuschlagen. Dass das eine, das ist Gonzalos These, dass so ein Anschlag mit so einer taktischen Nuklearwaffe auf Nikolajew in die Region erfolgen soll, weil von Kherson, wo die Russen schon sind, nach Odessa in der Mitte liegt Nikolajew, ja. Und wenn da jetzt irgendwie ein Stück Region radioaktiv verseucht ist, ja, würde das Probleme machen für die Russen, dort weiter vorzugehen. Und das sei der Plan der USA, behauptet Gonzalo Lira. Ich denke, das ist vielleicht ein Plan von neokonservativen Kriegstreibern dort. Aber ich habe die große Hoffnung und ich denke, es ist auch wahrscheinlich, dass die eigentlichen Entscheidungsträger im Pentagon da nicht mitspielen, wenn es hart auf hart kommt. Das heißt, selbst wenn die Neokons, die sozusagen das Kanzleramt dort und Biden dominieren, zu dem Entschluss haben, wir machen das jetzt, und das Pentagon wird aufgefordert, ja, so jetzt müsst ihr losfeuern. Die 101. da in Rumänien, das ist keine Truppe, die du irgendwo reinschicken kannst alleine. Die braucht Air Support. Also, dass die, wenn die da jetzt einfach reinfahren würden nach in die Ukraine rein, würden sie platt gemacht von der russischen Air Force. Sie brauchen die Luftunterstützung und die können sie nur von der NATO und den USA kriegen. Und ja, ich denke, das ist aber wirklich nur meine Vermutung, dass die Generäle, also die eigentlichen Entscheider, und auch nicht die Sofa-Generäle, die bei CNN und sonst wie erzählen, dass die Ukraine jetzt kurz vorm Endsieg steht, sondern die Leute, die wirklich entscheiden, dass die vernünftig sind, ja, anders als eben die, ja, wie Dirk's genannt hat, der Kindergarten, der da in der Politik rumwuselt. Ja. Also das, aber Robert, du. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, er hat mit den Verteidigungsministern der Türkei, Frankreich, Großbritannien, USA telefoniert, ja. Aber eine, die nicht angerufen wurde, ist diese Frau hier, das ist die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht und sie sagt, es sei ein unerhörter Vorwurf, für den es null Beweise gäbe oder sowas. Ich habe es hier geguckt, null Anhaltspunkte gäbe. Wie sieht's denn aus mit den Beweisen eigentlich? Was haben denn jetzt nun die Russen vorgelegt als Beweise für diese steile These, dass die... Also, das werden sie gerade uns auf die Nase binden. Ne? Also so funktioniert doch Arkan-Diplomatie nicht, dass wir davon erfahren. Aber was ich sagen kann, ist, wer will denn mit der deutschen Außenministerin oder Verteidigungsministerin reden? Wir haben nachgewiesen durch unser Verhalten in der Nord Stream 2-Affäre, also ich sage jetzt wir, ja, die deutsche Regierung, dass sie keinerlei eigenes Rückgrat besitzt, nur als aufgepumpte Version einer amerikanischen Strategie überhaupt existiert und nicht ernst zu nehmen ist. Und sie wird auch nicht ernst genommen, von keiner der Seiten. Das ist sozusagen ein nasser Waschlappen, den man durch die Gegend werfen kann. Und der Effekt ist, dass auch keiner Interesse hat, weil was soll das? Warum soll man überhaupt mit einem deutschen Politiker reden? Da redet man doch lieber gleich mit den Amerikanern, die das zu sagen haben. Ja? Also LaFontaine hat ja richtig angemerkt, übrigens, wofür man ja sofort als Reichsbürger tituliert wird, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Das haben wir gerade vorgestellt, also zumindest in außenpolitischer Hinsicht kein souveräner Staat ist, haben wir gerade vorgeführt bekommen. Und das ist eines der großen Versagensvorwurf, den man unseren Medien flächendeckend machen muss, dass sie die Hintergründe dieser Sachen nicht diskutieren, sondern sich herausreden mit einer Variante, dass sie sagen, wir wissen das alles nicht so genau, aber der Russe war es. Das kann man immer sagen. Man kann immer nach Richtung Moskau zeigen und sagen, Experten wissen, das ist ja so die Standardvariante dieses Grottenjournalismus, den wir da abkriegen, Experten wissen oder Experten sind sich einig, dass Putin dahinter steckt. Und das ist jetzt, wenn man sich Gonzalo Lira, ich sage, hört euch das an, das ist zumindest leider alles vernünftig, was er erzählt. Man kann nicht sagen, dass er sozusagen steile Thesen verteilt. Es sind schon
ungewöhnliche Thesen, aber sie sind nachvollziehbar. Also das ist eine vernünftige Variante und eigentlich müsste das bei uns im Journalismus stattfinden, damit man weiß, mit was man es zu tun hat. Denn was Gonzalo Lira beschreibt, ist, dass die Russen nicht zugucken werden, falls die Amerikaner vorhaben, ihre 101. Luftlandebrigade mit ihren C-17-Transportern auszubringen dahin, werden sie von den Amerikanern, von den Russen abgeschossen werden. Nicht nuklear, aber die werden dafür sorgen, dass es dort ein Massaker gibt. Und wer will denn so etwas, wer spielt mit solchen Möglichkeiten? Das beschreibt er, hört euch das an, es lohnt sich. Es ist auch nicht lang, es sind, glaube ich, 20 Minuten oder eine Viertelstunde, wo er das ausbreitet. Und auch wenn es nicht zwangsläufig richtig ist, so sind das die Sachen, die man durchspielen müsste. Wir werden so limitiert informiert über die Vorgänge, dass wir nie mehr sind als sozusagen die Empfänger von Informationsbruchstücken, die nicht zusammengesetzt irgendein Bild ergeben, sondern wir werden wirklich sozusagen an diesem Informationsnasenring durch die Manege geführt, ohne dass eine reale Diskussion dabei rauskommt. Also vergesst unsere Minister, vergesst sie einfach. In dem Zusammenhang will ich auch noch mal kurz erinnern, False Flag, rote Linien. Ihr habt noch im Kopf alle den Giftgasanschlag in Ghouta damals, ja, wo es hieß, ja, jetzt ist aber die rote Linie überschritten. Und damals haben ja tatsächlich die Amerikaner, auch die Franzosen und Engländer ihre Luftwaffe schon in Alarmbereitschaft versetzt. Es gab schon die Ansage von Obama aus Washington, so Leute, jetzt wird auf Damaskus losgeschlagen. Ja, also es war kurz vor 12, dass Damaskus bombardiert wird. Und im letzten Moment hat ein russischer Agent, ja, der Kontakt hat zu einem britischen Kollegen. Die Agenten untereinander in den diversen Ländern, die kennen sich ja auch, ja, und so weiter. Der hat ihm eine Probe dieses Giftgases, was da in Ghouta eingesetzt worden war, gegeben und hat gesagt, hier, das ist das Giftgas und checke, lass von deinem Labor checken. Das ist kein russisches, also auch keins, was die Assad-Regierung, die russische Giftgas hatte, ja, verwendet haben kann. Und die Briten haben es dann gecheckt und haben Obama angerufen auf dem roten Telefon, hallo, 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 wir sind reingelegt worden, ja. Also dieser Giftgasanschlag ist von den Rebellen selbst ausgeführt worden mit Giftgas, was aus dem Westen stammt und über die Rattenlinie CIA, Türkei und so weiter da nach Syrien reinkam. Und wenn das nicht im letzten Moment aufgedeckt worden wäre, ja, dass bestimmte, ja, Rogue Agents, wer immer, die Rebellen da mit diesem Zeug ausstattet und sagt, hier, jetzt mach das mal da, ja, jenseits dessen, was die Regierung in Washington vorhat, ja, dann wäre Damaskus bombardiert worden damals. Also so laufen diese False Flag und rote Linien Sachen. Und insofern nehme ich an, dass diese Telefonate, wo sich Frau Lamprecht aufregt, dass sie nicht zu den Eingeweihten gehören, dass die genau das thematisiert haben und sagt, Leute, gebt Acht, wir haben Informationen und die sind kein Fake, dass da was vorbereitet wird und haut den denjenigen, die das tun, auf die Finger. Ja? Ganz kurz dazu rein, ist natürlich wichtig, immer zu verstehen, dass es ja, dass man nicht von monolithischen Interessen ausgehen muss. In dem Moment, wo Ukraine zum Beispiel die immense Verluste haben, wir hören von immensen russischen Verlusten, aber die können mehr nachschießen als die Ukraine. Wenn die in dieser Situation sind, haben sie eine eigene Interessenlage. Und ähnlich wie die Briten im Ersten Weltkrieg unbedingt die Amerikaner mit im Krieg haben wollten, um den Krieg entscheidend zu beeinflussen zu können. Und dann eben entsprechend, Lusitania ist so ein Beispiel für so eine Sache, agiert haben. Genauso haben die Ukrainer ein Eigeninteresse und innerhalb der amerikanischen Regierung, es muss es auch nicht so sein, noch nicht mal bis in die Regierung hoch, dass jeder weiß, was gespielt wird. Matthias hat ein gutes Beispiel gebracht. Ein anderes Beispiel ist beim Angriff auf Libyen. Wann war das? 86, als die Amerikaner Tripoli bombardiert haben und unter anderem eine Tochter von Gaddafi
bei diesem Anschlag ums Leben kam. Das basierte auf Übertragungen, die die NSA abgehört hatte, wo aus der Mitte von der libyschen Hauptstadt Nachrichten gesandt wurden an Terroristen, dass sie Anschläge begehen sollten. Und hinterher kam raus, das haben die Israelis, haben da einen Nachrichtensender reintransportiert, der ferngesteuert, also mit Special Operations Leuten, also mit Militärs, die den anschalten konnten. Und dann haben die Amerikaner, haben tatsächlich über die NSA abgehört, was über diesen Sender, also geheimer Funkverkehr, ausgebracht wurde, angeblich an die libyschen Zellen in Europa, und waren alle auf der amerikanischen Seite waren der Meinung, dass sie da eine Terroranweisung abgehört haben, die aber platziert worden ist. Also dieses Spiel ist komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht, und da verdammt aufpassen. Also das heißt, die Geheimdienste, die selber solche Sachen machen, die kennen das schon, ja, aber da sind die Politiker oft nicht in der Lage, um diese drei Ecken von vornherein zu denken, insbesondere wenn man die ganze Zeit mit dem Begriff Verschwörungstheorie belatschert wird und solche Sachen überhaupt nicht weder erfährt, dass sie real eingesetzt worden sind, noch in diese Richtung denkt. Das ist also ein Versagen unserer Medien, dass sie die Leute nicht vorbereiten auf das, was gemacht wird. Denn was gemacht wird, ist das, was erfolgversprechend eingesetzt werden kann. Das ist ja dann der einzige Maßstab, der gilt, doch nicht, ob das ehrenwert oder ob das im Gesetzbuch steht oder sonst was. Das ist nicht die Welt, in der wir real leben. Ich muss aber jetzt mal widersprechen, immer deine Medienschelte, Dirk. Also so ist es ja jetzt nun auch nicht. Ja, also hier zum Beispiel, guck mal hier, nee, die Tagesschau, schlimmer. Die hat gerade heute einen Artikel gebracht, dass sie das eben schon hinterfragt mit Russlands Version zu der schmutzigen Bombe. Slowenien hat den Beweisen heftig widersprochen, die Russland veröffentlicht hat. Und das können wir uns hier auch angucken. Russland hat keine Beweise veröffentlicht. Moment. Also hier, ne? Also das ist hier ein Foto, das das russische Außenministerium gepostet hat auf seinem Twitter-Account, und hier sehen wir also eine Folie vom russischen Verteidigungsministerium, wo sie die Möglichkeiten der Ukraine zeigen, eine schmutzige Bombe herzustellen, und daraufhin hier hat also die slowenische Regierung gepostet auf Twitter, dass dieses Foto von 2010 schon sei, und da wären außerdem Rauchmelder drin. In Rauchmeldern sind ja auch in ganz winzig kleinen Mengen radioaktive Substanzen enthalten, und dass das also Quatsch ist. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Ja, dass das Quatsch ist, was die da berichten. Das ist ein Strohmannaufbau, nennt das. Wenn ich mir die Publikation angucke, erstmal die Russen Beweise vorgelegt, das ist doch nicht das, was der Shoigu seinen Kollegen erzählt hat. Das sind hier generische Fotos, woher kann man so ein Material kriegen und was weiß ich, was das. Es ist auf jeden Fall, hier wird so getan. Die Russen haben noch nicht gesagt, wir haben da ein Foto aus Slowenien und das beweist uns, dass die Ukrainer was vorhaben. Wer sowas, das ist Desinformation Tagesschau. Wir können langsam unsere Medien komplett in die Tonne treten, die solche Sachen machen. Die Russen haben nicht erklärt, wir wissen nicht, was die Verteidigungsminister gehört haben. Sie tun jetzt so, als wenn das vorgelegt wäre und sagen, das Foto ist von 2010. Das ist unseriös, liebe Kollegen von der Tagesschau. Das ist sozusagen aus der Griff ins Klo des Nachrichtenwesens. Jetzt zu behaupten, dass man wüsste, woher will man das denn wissen, was vorgelegt worden ist? Und in dieser Kategorie von Nachweis, welcher Verteidigungsminister ließe sich denn von so etwas beeindrucken? Damit kann man die Bevölkerung an der Nase herumführen, indem man diesen Strohmann aufbaut, den man dann umschießen kann und sagen, das stimmt ja alles gar nicht. Also ich halte das für, eigentlich kann man sagen, Sie sind bereits an der Kategorie, dass ich sage, ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Die Tagesschau, ich kann nur sagen, schreibt, Vorsicht mit dieser Nachrichtenquelle. Die Tagesschau schreibt hier, auf den Bildern sind unter anderem durchsichtige Tüten zu sehen, auf denen das Warnsymbol für Radioaktivität aufgedruckt ist. Russland zufolge soll in diesen Tüten radioaktives Material enthalten sein, welches die Ukraine nutze. Ja, schön. Ja, schön. So what? Also meinst du, der Verteidigungsminister, der jetzt da unten in der Ukraine einen Krieg führt, der macht solche Telefonate mit seinen Kollegen in den feindlichen, gegnerischen Ländern und schickt denen dann Fotos von Plastiktüten und sagt, hier, wir haben da was gefunden. Also das ist doch, wie Dirk hat es richtig gesagt, das ist albern und lachhaft.
Wir wissen, dass Colin Powell hat auch vor den Vereinten Nationen ein Glasröhrchen hochgehalten. Ja, wer, zum Beispiel genau das Gleiche. Wer glaubt denn wirklich, dass Colin Powell Anthrax mit in die Vereinten Nationen mitnimmt? Was er da drin gehabt hat, war garantiert Backpulver oder sonst was, aber kein Anthrax. Damit ist schon diese ganze Geschichte ist eine Shownummer gewesen und er hat sich am Ende seines Lebens, hat er gesagt, das war der größte Fehler, den er jemals gemacht hat. Er hat sich lächerlich damit gemacht. Die Tagesschau hat aber keine Angst davor, sich lächerlich zu machen. Sie sendet das um 20.15 Uhr. Naja, genau. Also wie gesagt, dass die Russen da ernsthaft etwas befürchten, eine Eskalation, das muss man einfach ernst nehmen. Und wie das jetzt hier so abgebügelt wird, das ist schlicht und ergreifend skandalös. Warum wird nicht ordentlich hier journalistisch berichtet? Ja, warum kann man nicht sagen, wir wissen es leider im Moment nicht, es könnte was dran sein. Es ist auch möglicherweise der Ukraine, die mit dem Rücken an der Wand steht, zuzutrauen, dass solche verrückten Dinge dort jetzt erwägt werden und so weiter. Das ist doch, liegt doch alles auf der Hand. Warum kann man das nicht berichten, sondern macht weiter in diesem absolut kindischen Russland-Bashing, ja, dass alles, was die Russen sagen, gelogen ist und alles, was sie tun, falsch ist. Ja, das ist einfach Kindergarten und die Tagesschau. Der und, tödlich enden kann, sollte man dazu sagen noch. Ne? Es ist ja nicht nur Kindergarten und sozusagen man hat es mit Verrückten zu tun, die, wenn man nicht hingeht, keine Wirkung entfalten, sondern diese Leute bestimmen die Außenpolitik und haben den Finger auf dem roten Knöpfen, ja, und können sozusagen, und auch wenn Deutschland nichts zu sagen hat, so kann es uns doch in den Krieg mit reinziehen, indem sie Waffen liefern. Also das ist ja alles, leider kann man nirgendwo anders hinfahren, wo man sich dem entziehen kann. Das ist die Verantwortung dafür, werden wir alle tragen, aber die verhandeln unverantwortlich. Naja, wir können ja immer noch, wenn die Bombe explodiert ist, dann darüber berichten, dass wir Zweifel haben, dass es wirklich eine ukrainische, eine russische Bombe war. Oder können wir das? Das ist die große Frage, denn vor kurzem hat der Bundestag seinen Volksverhetzungsparagrafen 130 im Strafgesetzbuch deutlich aufgebohrt und hat gesagt, fortan ist auch strafbar, wenn man einen Völkermord oder Kriegsverbrechen leugnet oder verharmlost. Und zwar geht es um gröbliches Verharmlosen. Also das ist jetzt eine Sache, da wird auch schon diskutiert, wie wirkt sich eigentlich so etwas auf die freie Berichterstattung aus? Wer entscheidet denn eigentlich, ob es sich um ein Kriegsverbrechen handelt oder um einen Völkermord oder irgendwie sowas? Was sagt ihr denn dazu? Na, ich würde gerne mal was vorlesen, was auch nicht berichtet worden ist. Es gab ja, als am Donnerstagabend ist dieses Gesetz beschlossen worden im Bundestag, so ratzfatz, hat auch keiner erst was von mitgekriegt. Legal Tribune Online hat dann berichtet und danach auch alle anderen. Und ich habe auch was dazu geschrieben im Blog, aber was ich dann auch zitiert habe, ist, was auch niemand brachte, die gemeinsame Erklärung, die dann verlesen wurde. Und in der heißt es dann, also warum macht man jetzt, verschärft man diesen Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, Volksverhetzung, umgangssprachlich, warum verschärft man den? Es gibt doch schon die Holocaust-Leugnung, die ist ja in Deutschland schon bestraft. Warum muss, ja, die EU hätte angemahnt, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland nicht richtig strafrechtlich verfolgt werden. Ja, das ist die Begründung, warum man jetzt dieses Gesetz gemacht hat. Und die Erklärung, die dann dazu gemacht wurde, verlesen, gebe ich hier mal kurz wieder. Das mörderische Kriegsverbrechen, den in den vergangenen Jahrzehnten Millionen von Menschenleben zum Opfer gefallen sind, in der Öffentlichkeit weiterhin als Intervention oder Stabilisierungseinsatz zur Verteidigung von Menschenrechten und Freiheit verharmlost werden, kann eine an demokratischen Werten orientierte Gesellschaft nicht hinnehmen. Es kann und darf nicht sein, dass mörderische Bombardements und Zerstörungen wehrloser Länder durch Desinformation und Propaganda mit dem Anschein von Legalität lackiert und gebilligt, geleugnet oder verharmlost werden. Zum Zwecke einer eindeutigen Definition kriegsverbrecherischer Tatbestände
und ihrer Ermittlung und Verfolgung hat der Bundestag gleichzeitig beschlossen, die Aufklärung von Kriegsverbrechen ab sofort unter seinen besonderen Schutz zu stellen und dem zu 175 Jahren Haft bedrohten WikiLeaks-Gründer Julian Assange, hier stürzte dann der Teleprompter ab, den eindeutig russische Hacker offensichtlich gekapert hatten, um die Beschlussfassung des Bundestags und die deutsche Demokratie zu manipulieren. Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen angekündigt, sobald die fieberhafte Fahndung nach den Tätern der Nord Stream-Attacke abgeschlossen ist. Also aufgepasst und nicht grob werden. Ja, grobe Verharmlosung, gröbliche Verharmlosung ist ab sofort strafbar. Und die Richter, die jetzt nach dem neuen Absatz 530 urteilen müssen, wo sanftes und normales Verharmlosen aufhört und gröbliches und damit strafbares anfängt, die haben es nicht leicht. Ganz abgesehen davon, dass ja auch die Kategorie Kriegsverbrechen einen hohen Grad an Unschärfe und Interpretationsspielraum aufweist. Ich glaube auch, dass das Absicht ist. Also, dass es, wenn man, man kann das auch so zusammenfassen, was jetzt nötig ist. Also, das heißt, diese, unsere Souveränitätspolitiker haben ja nichts anderes zu tun, als ihre Hände in Unschuld zu waschen jetzt. Es gibt Staatsanwälte, die Staatsanwälte unterliegen in Deutschland, sind ja politisch gesteuert über das Innenministerium. Das heißt, sie unterliegen einer Weisung. Und dann muss dieser Staatsanwalt, der sich jetzt jemand raussucht, und das wird ja nicht sein, wenn jemand darüber berichtet hat, dass irgendwas von den ukrainischen Verbrechen vergessen wurde zu berichten. Darum werden sie sich nicht kümmern. Also wir wissen ja, in welche Richtung diese ganzen Sachen gehen. Man braucht ja auch da nicht so zu tun, als wenn man naiv ist. Wir haben den Fall Alina Lipp, die jetzt nach diesen neuen Regeln tatsächlich mit Gefängnis und Geldstrafe sozusagen problemlos zu rechnen hat. Bisher war das so, dass da ein wild gewordener Richter aktiv geworden ist. Aber jetzt geht das. Jetzt kommt der Staatsanwalt, der macht eine Anklage und dann braucht man nur einen entsprechenden Richter finden. Und dann ist eben nach Rechtsprechung, ja, kann man dann ganz erstaunt im Bundestag auf und wie, sie haben doch, werden doch die Unabhängigkeit der Justiz nicht in Frage stellen. Das heißt, man kann mit den 20-30% Richtern, die bereit sind, solche Sachen richtig durchzuziehen, kann man für Angst und Schrecken sorgen und kann dafür sorgen, dass Berichterstattung im Stile des DDR-Unrechtsregimes eingeschränkt wird, weil die Leute sich dann überlegen, ob sie überhaupt was darüber berichten können. Das habe ich von mehreren Kollegen bereits, habe ich Anfragen gekriegt, wie ich das einschätze, juristisch, wie das sehen wird, ob man überhaupt noch dazu was sagen kann oder ob man immer mit einem Bein im Gefängnis steht. Die Antwort ja, und das möchte der Bundestag, dass ihr das denkt. Das ist der Zweck, der sozusagen der das Hintergrund von diesen Sachen, doch nicht sozusagen auch die, dass sie sagen, die Europäische Union hat es gefordert. Da sind sie dann auf einmal sozusagen unschuldig, werden aber zugucken, wie Strafen verhängt werden und wie die Existenz von Leuten also, gehen wir das doch mal durch anhand von der, nehmen wir doch jetzt mal an, es gäbe wirklich eine schmutzige Bombe, die gezündet wird auf ukrainischem Territorium. Die NATO würde behaupten, das waren die Russen, und würden das zum Anlass nehmen, um in der Ukraine einzumarschieren. Und jetzt kommen wir drei und sagen, Moment mal, es gibt da aber Hinweise drauf, dass das gar nicht die Russen waren, sondern dass es die Ukrainer selber waren. Mhm. Wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem Absatz, also neuer Absatz, stellt künftig das öffentliche Billigen, Leugnen oder gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe, wenn es geeignet ist, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Also wenn wir jetzt das berichten würden, dass es, also angenommen es gäbe, wie gesagt, angenommen es gäbe eben Hinweise darauf, dass es halt nicht die Russen waren, sondern die Ukrainer selber oder dass die Amerikaner was damit zu tun hätten, wäre das dann bereits, also ein Billigen wäre es nicht, wäre es dann ein Leugnen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, wenn wir das tun? Ist doch kein Problem, das zurechtzubiegen. Also, das ist ein Kautschuk-Gummiparagraf, der da jetzt eingeführt wird, der weite, breite Interpretationsspielräume lässt. Ja, es ist ja, das Gesetz ist ja noch nicht in Kraft und möglicherweise muss auch noch was daran geändert werden. Das muss man noch mal gucken. Ja, der Bundestag hat es jetzt beschlossen und will es so. Die Regierung hat es so beschlossen und will es so erlassen. Ja, und
jetzt völlig unklar ist, was ist ein Kriegsverbrechen? Ja, ist es, wenn der, wenn die Bild-Zeitung schreibt, es ist eins, ja, oder wenn irgendwer behauptet, es ist eins, oder ist das ein ermitteltes und ja zweifelsfrei belegtes, bewiesenes, gerichtlich wie auch immer forensisch geprüftes Verbrechen, oder ist es nur eine Behauptung? Ja, das ist ja genau dein Fall, den du da hast, Robert. Ja, es wird gesagt. Und darf man jetzt noch dagegen halten und sagen, hallo, hier stimmt was nicht? Ja, das ist eine Frage. Und Dirk hat es ja angesprochen, es reicht jetzt ein, sagen wir mal, empfindsamer Staatsanwalt, ja, der sagt, ja, das ist aber jetzt hier schon eine gröbliche Verharmlosung, ja. Der Untertitel zu meinem Buch, warum ich gegen Krieg bin, aber noch immer Putin verstehe. Ja, ist Putin, darf man einen brutalen Kriegsverbrecher verstehen? Muss man, ist es schon, also der könnte jetzt schon eine Anzeige und der Staatsanwalt, der da etwas empfindsam ist, sagen, oh, das ist ja aber grobe Verharmlosung. Putin verstehe darf man nicht mehr. Und dann käme es zu einer Anklage. Und das ist, mir schlottern jetzt nicht die Knie deswegen oder wegen dieser Sache. Aber es ist natürlich völlig klar, dass ja hier mit solchen Gesetzen Angst gemacht wird. Und wir haben sozusagen wandernde Gerichtshöfe. Du kannst in jeder Stadt, kannst du zur Staatsanwaltschaft gehen und etwas anklagen, ja, was du irgendwo in der Zeitung gelesen hast oder im Internet. Und dann geht's los, ja. Und wir haben ja schon während Corona erlebt, wie die Debatten oder Meinungskorridore gekerchert werden und desinfiziert. Und jetzt hat man dann in Sachen Russland noch einen weiteren Hebel, mit dem man das sehr einfach vollziehen kann. Und alles, was unliebig ist in Sachen Krieg, einfach eliminieren aus dem Meinungsspektrum. Und darum geht es ja auch. Es ist ja, das ist ja sozusagen, kann doch keiner erzählen, dass das jetzt so, was ist uns denn da passiert, dass wir so ein Gesetz durchgereicht haben? Und guckt euch bitte an, von wem das kommt. Ja, das sind sich selbst als linksliberal oder links oder liberal oder alternativ bezeichnende Parteien. Also das sollte man sich genau angucken. Das heißt, das sind Leute, die den normalen Konsens, den es gegeben hat. Ich kann sozusagen immer nur wiederholen. Es gibt ja ein Grundgesetz, aber das haben sie bei Covid-19 schon weit großflächig außer Kraft gesetzt. Und auch da, ich meine, ich weiß nicht, wir haben ja haufenweise solche Zuschriften bekommen. Also ich habe sie zum Beispiel bekommen, sie gehören in den Knast. Und diese Leute, die das schreiben, 5% von denen, die brauchen ja nur anfangen, flächendeckend, wie Matthias gesagt hat, Anzeigen aufzugeben. Die werden schon jemand finden. Und dann gibt es Gerichtsverfahren. Dann hast du schon mal mit Gerichtsverfahren ordentlich zu tun. Also das geht Richtung DDR. Ich kann es einfach sagen, das ist kein Unfall, sondern das ist beabsichtigt. Und das sind ja auch die Leute, wenn ich die in Berlin angucke, hier von der Landesregierung, von der Bundesregierung. Und sie haben es ja auch gleich abgesichert, dass sozusagen die Diskreditierung des Staates, was ich jetzt also sage, ist dann verfassungsschutzfähig. Das ist in jede Richtung abgesichert, damit man Leute, die einem nicht gefallen, beseitigen kann. Und beseitigen heißt ja konkret, es geht ja nicht nur darum, dass es sozusagen abgestraft wird. Ich habe vor kurzem Interviews gemacht mit Leuten zu Covid-19. Da war ja kaum noch ein Arzt auf der übrig. Nee, da war keiner übrig. Nicht kaum noch keiner, der noch seinen Beruf ausüben konnte. Es ist ja so, dass diese Leute alle rausgeschmissen worden sind oder dass man an jeder Ecke versucht, sie rauszuschmeißen. Ulrike Gero ist auch so ein Fall. Sozusagen, wo immer es geht, kommt die unter Beschuss und besorgte Leute rufen an und sagen, wie können Sie mit so jemand überhaupt noch reden? Wie können Sie so jemand überhaupt ein Bankkonto ermöglichen? Wie können Sie so jemand Ihre Wohnung vermieten? So läuft es doch. Das ist sozusagen McCarthy plus DDR. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll sonst. In den USA hat der Supreme Court gerade entschieden, dass die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, die New York alle rausgeschmissen hat, jetzt alle wieder eingestellt werden müssen. Nebenbei erwähnt. Es gibt also auch hier Anlass zu einer kleinen Hoffnung, die ich immer mal wieder gerne einstreue an dieser Stelle. Und was ich auch wirklich sehr gut finde, ist, dass wir auch wieder
wirklich großzügig bedacht worden sind von unseren Unterstützern, die eben auch der Meinung sind, dass es da mehr zu berichten gibt als das, was wir in der Tagesschau und Co. hören. Und das an der ist Stelle nicht mehr schwierig. Das möchte ich doch mal sagen. Mehr zu berichten, als in der Tagesschau kommt, ist keine Qualitätsanforderung. Das ist die Minimum. Das ist quasi die Minimumanforderung überhaupt. Das ist ja dermaßen auf den Hund gekommen. Wenn ich mir gerade die Tagesschau angucke, dass das eigentlich, also da kann man nicht mehr sagen, dafür würde ich keine 8,3 Milliarden mehr ausgeben, auch keine 2,50 Euro. Ja? Das Matthias jedenfalls ist unsere Sendung 450 Euro wert, die er uns gespendet hat. Oh. Er sagt, zur freien Verfügung unter drei Gleichen. Vielen, vielen Dank. 450 Euro. Wir haben wirklich viele große Spenden bekommen nach unserer letzten Sendung. Ursula schickt 300 Euro und sagt danke, danke für hervorragende Arbeit. Florian schickt auch 300 Euro und sagt, liebe Grüße aus Liechtenstein von Florian und vielen Dank für echten Journalismus. Vielen Dank, Florian. Jens schickt 250 Euro, sagt vielen herzlichen Dank, habe viele Bücher von euch gelesen. Das wundert mich, dass also von mir jedenfalls wahrscheinlich gibt es nur ein Buch. Das ist meine Diplomarbeit. Von mir auch. Wer könnte wohl damit gemeint sein? Daniel schickt auch 250 Euro, sagt Journalismus ohne Denkverbote im Öffentlich-Rechtlichen leider sehr selten. Vielen Dank und weiter so. Ja, vielen Dank auch Daniel. Heike schickt 150 Euro, sagt vielen lieben Dank. Claudia, 140 Euro, sagt, danke für euren unermüdlichen Einsatz. Ich finde es immer wieder erquickend. René schickt 120 Euro ohne jeden Kommentar. Vielen Dank, René. Gerhard und Karin schicken 120 Euro für als Qualitätsmedienbeitrag, wie sie sagt. Daniel schickt 100 Euro pro Meinungsvielfalt. Auch 100 Euro von Ilse haben wir bekommen. Sie dankt für die mutmachende Arbeit. Philipp schickt 100 Euro, sagt einfach nur danke. Beate, auch 100 Euro. Danke für besten Journalismus. Johannes und Jan schicken auch jeweils 100 Euro ohne Kommentar. Philipp dankt uns auch mit 100 Euro. 99 Euro haben wir von Christoph bekommen. 75 von Susanne und Eva Maria schickt 70 Euro. Tobias 60 Euro sagt danke für den Fisch. Sie meint da wahrscheinlich thanks for all the fish oder so, ne? Ja. Antje schickt 60 Euro als anteilige Nutzungsgebühr für sehr guten Journalismus. 56,96 Euro haben wir von Hagen bekommen. Der sagt vielen Dank für 83 herausragende Folgen und danke auch an Bernd und Karl-Heinz von den Amigos. Jens schickt 50 Euro und ein anderer Jens schickt auch 50 Euro, sagt weiter so. Munira schickt 50 Euro als Spende den wundervollen, mutigen Journalisten. Danke, ihr lieben Ehrenmänner, sagt sie. Annette und Michael jeweils 50 Euro. Viktoria auch 50 Euro. Sie sagt danke für alles, was ihr für uns macht. Danke auch an euch, was ihr alles für uns macht, ja. Kokoso schickt 50 Euro für Exo Magazin und besonders für Dirk Pohlmann steht hier. Barbara 50 danke, Euro. René auch 50 Euro. Möge eure lodernde Fackel im dunklen Wald der gleichgeschalteten Mainstream-Medien lang erleuchten. Das erinnert mich, vielen Dank, René, das erinnert mich an so ein Zitat von George W. Bush, der gesagt hat, wir werden die lodernde Fackel der Demokratie in die dunkelsten Ecken der Welt tragen oder sowas, ja. Matthias, du hast doch ein gutes Zitat mit der Fackel, die man nicht durch die... Ich habe ein gutes Zitat von unserem Freund und Helden Lichtenberg, ja. Wer mit der Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge läuft, kommt nicht umhin, einige Bärte zu versengen. Ja? Also. Genau. In diesem Sinne, Steven schickt auch 50 Euro als längst überfällige Wertschätzung, wie er sagt, verfolge euch schon seit sehr vielen Jahren großartig, mit welcher Leidenschaft ihr das vortragt. Dabei habe ich noch nicht mal gesungen. 50 Euro auch von Marion und von Heinz-Jürgen, vielen Dank. Renate schickt 50 Euro für sehr guten Journalismus. Andrea auch 50 Euro, danke für echten Journalismus, ihr seid die Besten. Udo schickt 50 Euro als Zuschuss für die Heizkosten. Ich würde sagen, dass ich verzichte aus Solidarität zu meinen beiden nordisch lebenden Kollegen auf meinen Zuschuss für die Heizkosten. Alexander schickt 43,21 Euro für eine tolle Sendung. Stefan schickt 40 Euro, sagt danke. Holger 33,33 Euro. Mit den dreien wenigstens einmal im Monat dem Irrenhaus für eine Zeit lang entfliehen. Vielen Dank und macht weiter so. Gruß, Holger. Ja, genau. Vielen Dank, Holger. Joachim, 33 Euro auch, dankt ganz herzlich aus dem Kreis Heinsberg, der ganz schwer von Corona getroffen wurde. Nicht.
Volker und Christiane schicken 30 Euro. Christiane sagt, danke euch dreien für die unermüdliche, mutige, vernünftig zu verstehende Auf- und Erklärungsarbeit. Vielen Dank. Alfons und Klaus schicken auch jeweils 30 Euro. Angelika 25 Euro, sagt danke. Severin 20,22 Euro. Axel 20 Euro. Und ein weiterer Axel schickt auch 20 Euro, sagt vielen Dank Robert, Dirk, Matthias für eure Sendung. 20 Euro haben wir auch von Steffen bekommen und von Jens Gunther, der dankt für unsere Arbeit. Alexander auch 20 Euro. Vielen Dank für eure großartige Arbeit, die ich gern unterstütze, sagt er. 20 Euro haben wir auch jeweils bekommen von Radek, Christian, Alexander, Thomas und von Ingrid und von Sigrid, sie schreibt, danke für verschiedene Meinungen. 19,84 Euro haben wir von Ingolf bekommen, das ist auch eine schöne Zahl. Elmar schickt 19,68 Euro, sagt, ihr drei steht auf der Liste guter Journalisten ganz mit ganz oben, macht bitte weiter, großes Lob. Auch eine schöne Zahl, 19,68, oder? 19,68. Dann haben wir noch eine anonyme Spende bekommen von 18,36 Euro, 17,17 Euro von Dirk Thomas für Freiheit. Stefan schickt 15 Euro. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Ilka 15 Euro. Sascha hat gleich einen neuen Dauerauftrag eingerichtet. Über 15 Euro. Genauso wie Bettina und wie Hans. Und das finde ich super, denn mit einem Dauerauftrag könnt ihr uns wirklich extrem unterstützen. Uns helfen vor allem diese Daueraufträge per Banküberweisung, mit denen wir super planen können. Für euch ist das vielleicht ein kleiner Betrag. Das kann 1 Euro sein, 5 Euro, 10 Euro im Monat, was auch immer ihr geben möchtet. Aber auf die Art und Weise helft ihr uns wirklich enorm weiter und vor allem an PayPal vorbei. Denn man weiß immer nie, PayPal ist ein amerikanischer Konzern und nicht gerade dafür bekannt, dass er kritische Stimmen gut findet. Also, wir freuen uns vor allem sehr über die monatlichen Daueraufträge. Und Marion hat auch 15 Euro geschickt, sagt, macht weiter so. 11,55 Euro von H. Und dann haben wir noch 10,01 Euro bekommen als unverbindliche Unterstützung. Danke. Ich nehme an, dass viele Leute jetzt sagen, unverbindlich oder zur freien Verwendung, weil nach der Sache mit Michael Ballweg, der jetzt nun immer noch im Untersuchungshaft sitzt, obwohl diese ganze Sache völlig an den Haaren herbeigezogen ist, der müsste längst auf freiem Fuß sein, dieser Mann, muss man jetzt vorsichtig sein, wenn man Geld spendet. Solange wir noch keine digitale Zentralbankwährung haben, wo das dann von vornherein verboten wird, wofür man es ausgibt. Ne? Gut, wir haben außerdem 10 Euro bekommen von Jenny, von Harald, von Christian, von David, von Manfred, Heike, Herbert, von Vera, von Malte, von Germaid, von Heiko, Wolfgang, Jens und Frank. Viele auch als neuen Dauerauftrag eingerichtet. Und außerdem haben wir 9,11 Euro bekommen von Nicole, Marco, von preiskämpfer.de, von Karel, Winfried haben wir auch Geld bekommen, von Liesel haben wir Geld bekommen, von Boris, Corinna, Natascha, Carsten, Manuel, Jens, Melanie, Hans-Joachim, Florian, Timo, Danny, Michael, Ralf, Sebastian, Thorsten schickt 3 Euro, sagt 3 Euro wie eine Bratwurst, die kann man sich mal leisten. Mal sehen, wie viel die bald kostet. Stefan, 2 Euro. Paul und Eva haben uns auch einen neuen Dauerauftrag eingerichtet. Und Jörg hat sein PayPal-Konto aufgelöst und den Rest an uns überwiesen. Und vor allem möchten wir auch allen Leuten danken, die uns treu und ständig mit einem Dauerauftrag unterstützen, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen kann, denn dann wird die Sendung wohl etwas länger dauern. Aber wir danken auch euch ganz besonders für eure treue, fortgesetzte Unterstützung. Und wenn auch ihr findet, dass ihr in dieser Sendung etwas erfahrt, was euch hilft, den Alltag im dritten Jahrtausend zu verstehen, dann danke ich euch für eure Unterstützung. Ihr könnt das machen über die eingeblendete PayPal.me-Adresse, aber was uns viel lieber ist, über die Bankverbindung, und ihr findet diese im Beschreibungstext. So, jetzt habe ich es aber hoffentlich schnell runtergerattert. Es sind ja vor allem immer die Leute, die nicht spenden, die sich darüber beschweren, dass wir Zeit dafür ausgeben, aber ich finde halt, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, es wird viel zu wenig Danke gesagt in unserer heutigen Zeit. So, und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Eine Sache, die wirklich im Moment etwas für Aufsehen gesorgt hat, ist ja diese hier. Da hat doch jetzt China tatsächlich vor, sich in den Hamburger Hafen einzukaufen. Und das zu einer Zeit, wo doch eigentlich gerade der Westen bemüht ist, jegliche Abhängigkeit zu den falschen Ländern irgendwie einzustellen. Das Kanzleramt ist ausdrücklich dafür. Um was geht's denn hier eigentlich? Wieso will China sich in den Hafen einkaufen? Wieso ist das Kanzleramt dafür? Was läuft hier ab?
Naja, Hamburg ist in Sachen China-Handel der größte Umschlagplatz, den wir sozusagen in einem Ort haben. Das Ganze, also Costco, dieses Unternehmen, was da rein will, also China Overseas Shipping Company, staatlicher sozusagen Containerfrachtbetreiber, ist seit 40 Jahren in Hamburg mit drin in der Geschichte. Und das ist jetzt nach chinesischen Regeln, so läuft das Geschäft in China. Wenn man sozusagen lange miteinander zu tun hatte und das eingefräst ist, wie es funktioniert, dann versucht man, so etwas zu erhalten. Also das heißt, und bei uns ist es so, dass jetzt diese kaufmännische Logik, die erstmal da drin steckt, für die Chinesen ist es wichtig, sie haben ja zwei Sachen, die Seidenstraße und die digitale Seidenstraße. Das ist in diesem Zusammenhang ein Thema der Kritiker, der China sozusagen das, was Google macht, also die Daten abgreifen, ja auch machen kann, wenn sie mit drin sind im Hafen und auch erfährt, wer sozusagen was dort betreibt. Das war nicht erwünscht. Und das ist jetzt eigentlich, was dahinter steht. Und das ist auch wieder, dass das nicht berichtet wird in diesen Artikeln. Es gibt alle möglichen Arten von Artikeln dazu. Aber es geht um diese strategische Entscheidung, ob man an der Globalisierung festhält. Das ist die absurdeste an Geschichte. Die Amerikaner, die an jeder beliebigen Ecke seit dem Zweiten Weltkrieg immer Freihandel, also immer mit freier Fluss der Informationen, Freihandel und so weiter eingefordert haben, sind jetzt diejenigen, die entschieden haben, Schluss mit dem Freihandel. Sie sind ja aus großer Besorgnis, dass Deutschland durch seine Lieferungen von russischem Erdgas in Abhängigkeit gerät. Das haben sie übrigens schon 1980 so genau so gesagt. Also als das Erdgasröhrengeschäft von Helmut Schmidt eingetütet wurde, war das große Bedenken, dass Deutschland in Abhängigkeit gerät. Und ich habe nochmal in Zeitungen, in zeitgenössischen Zeitungen, also amerikanischen Zeitungen, gerade nachgeguckt. Damals gab es dann so ähnlich wie als Nord Stream 2 gemacht wurde, Nawalny angeführt wurde. Man kann doch nicht mit einem Land, was einen Ehrenmann wie Nawalny, bearbeitet und fast vergiftet hat, ist genauso sicher wie die Pipeline-Explosion, kann man doch nicht zusammenarbeiten. Und damals wurde gesagt, man kann doch nicht mit einem Land, was Sklavenarbeit, nämlich Gulag-Arbeiter, das wurde behauptet im Zusammenhang mit den Erdgastrassen, dass dort Gulag-Arbeiter eingesetzt werden, um das Erdgas nach Deutschland transportieren zu können. Das kann man doch nicht gutheißen, kann man doch nicht mitmachen. Und dann sagt man, wir werden abhängig, die Amerikaner sind sehr besorgt über die deutsche Abhängigkeit und versuchen deswegen den Deutschen zu helfen, damit diese Abhängigkeit nicht zustande kommt, was dann aber dazu führt, dass wir zu 100% von den Amerikanern abhängig sind, was aber nicht kein Problem ist. Das ist der Hintergrund, den wir jetzt dort haben, auch mit dem Hafen. Das heißt, es ist diese strategische Positionierung Deutschland, also Exportweltmeister sind sie, glaube ich, nicht mehr, aber auf Platz 2. Also ein Land, das vom Export lebt, braucht im Hamburger Hafen, braucht diese Verbindung nach China. Da ist auch mehrfach gesagt worden, man kann es gar nicht abschalten, ohne dass wir uns selber, also Scholz selber hat davor gewarnt in diesem Fall, als Hamburger Oberbürgermeister, ehemaliger, kennt er die Situation ziemlich genau. Ich habe da auch einen Artikel vom Handelsblatt verlinkt. Kannst du vielleicht mal gucken, ob du den gerade findest, Robert. Auf jeden Fall, es gibt jetzt die zwei Varianten. Es gibt die Variante, die sagt, Anschluss an die amerikanische Westbindung, also an die Außenpolitik, und die heißt neuerdings seit 2-3 Jahren komplettes Abkoppeln von China, und sie erwarten, dass ihre Vasallenstaaten dort mitmachen, also auch eine komplette Abkopplung, Beendigung der internationalen Warenwirtschaft, was natürlich Deutschland immens treffen würde, nicht nur in Bezug auf China, aber besonders in Bezug auf China. Und das läuft jetzt im Hintergrund hoch. Also das ist hier ja Gesamtmetallchef Wurf, eine Abkopplung von China nahezu unmöglich. Interessiert die Amerikaner aber nicht, genauso wenig wie sie interessiert, ob wir viermal so viel für das Erdgas zu bezahlen haben und damit die Wirtschaft in Deutschland kaputt geht. Es ist ja sogar erwünscht, wenn man die mittelständische Wirtschaft, die überwiegend in GmbH-Form oder als Familienbetrieb existiert, die also nicht dem Zugriff des Finanzkapitalismus, des Internationalen sozusagen zur Verfügung steht. Die können nicht einfach diese Firmen aufkaufen. Aber wenn sie pleite gehen, womit wir rechnen müssen, dass wir diese Insolvenzwelle, wovor jetzt insgesamt gewarnt wird, das wird insbesondere diese Unternehmen, die
gar nicht unbedingt insolvent alle gehen müssen, aber wo die Leute sagen, lohnt sich nicht mehr, hat keinen Zweck mehr, wir geben das auf. Wenn diese Familienunternehmen zum Verkauf stehen, können die Amerikaner dort zugreifen und das machen wir sehendes Auges mit. Und das ist jetzt auch die Frage, die hier bei dem Hamburger Hafen verhandelt wird. Es geht also nicht um den Hamburger Hafen, sondern es geht um diese strategische Ausrichtung, wie man geht. Und dort ist dann zum Beispiel der Kollege Bütikofer von den Grünen, der im Europaparlament, das ist der No-China-Protagonist überhaupt, mit Joschka Fischer übrigens auch zusammen. Er sagt, auf keinen Fall mit China. Wir haben ja gerade gelernt mit den Russen, wie gefährlich das ist. Und auf diese Weise ist jetzt das nächste Großthema, so wie Matthias das mehrfach erläutert hat mit dem Gas und Russland, dass unser Wirtschaftsmodell auf diesem billigen Gas aufgebaut war, ist jetzt weg. Wir haben hohe Posten, damit nicht nur, dass sie hungern und frieren dürfen im Winter, sondern die Wirtschaft zerstört wird. Und das wird jetzt auf der nächsten Bühne, wird das auch angerichtet. Das heißt, wenn man mit Leuten redet, die sich mit China auskennen, ich habe jetzt dreimal das gehört, der Konflikt mit Taiwan wird vorbereitet. Wir werden das, was mit der Ukraine stattfindet, werden wir demnächst, dafür braucht man nicht besonders prophetisch veranlagt sein, auch mit Taiwan haben. Und dann ist diese amerikanische Strategie, wie erhalte ich die Vormachtstellung wenigstens in dem Machtbereich, den ich kontrollieren kann. Davon kann man sich jetzt entscheiden und das müssen wir entscheiden. Wollen wir Teil dieses amerikanischen Kriegsimperiums sein oder wollen wir Teil der neuen multipolaren Weltordnung werden, zu der dann die BRICS-Staaten gehören, also Russland, Indien, China, Südafrika, aber auch der Iran, der ganz wichtig wird über die Shanghai-Abkommen. Also eine Neuverteilung, die dann auch ja fluid und beweglich ist, die also sozusagen, wo es darum gehen wird, wer wie viel Einfluss in diesem hat. Aber wo Deutschland sich positionieren kann, ist eigentlich logisch. Wenn wir von Eigeninteressen ausgehen, müssen wir uns irgendwo zwischen USA und China als Europäer einen eigenen Weg finden, der uns nicht an die USA kettet, ja? Weil wir ansonsten das erleben, was wir jetzt gerade erleben. Aber ihr könnt ja auch nicht. Und auch nicht an China. Also die Zero-Covid-Politik in China, muss ich sagen, ehrlich gesagt, habe ich da null Bock drauf. Du musst nicht alles gut finden. Das ist ja nicht der Punkt. Ja. Aber das heißt, dass du sozusagen als souveräner Staat überlegst, wie du in welcher Situation was machst. Und das ist, wir sollen es ja auch nicht von den Amerikanern in den Kriegszustand übergehen, obwohl sie uns den Krieg erklärt haben mit der Zerstörung von Nord Stream 2, wovon ich ausgehe, dass sie zumindest damit zu tun haben. Das ist, würde eine Zerstörung von Infrastruktur in dieser Bedeutung ist eine Kriegserklärung. Also das ist im Normalfall so üblich und deswegen muss man ja auch so still darauf reagieren. Du musst nicht 100% auf irgendetwas gehen, sondern im Gegenteil. Es hieße, wir müssen mal uns auf dieses Meer bewegen und einen eigenständigen Kurs fahren dazwischen, aber mit beiden zu tun haben. Genau. Und man muss sehen, das, was Dirk gerade geschildert hat, in dem historischen Kontext auch, auf die letzten 100 Jahre, wir sind immer noch hier, der Hamburger Hafen und solche kleinen Beispiele zeigen das, wir sind immer noch im Great Game. Mhm. Wir sind immer noch in der anglo-amerikanischen, ursprünglich angelsächsischen Strategie, dass Europa und Asien getrennt werden müssen. Das sogenannte Heartland, wie Mackinder das in seinem Aufsatz damals genannt hat, 1904, also die Verbindung von Asien und von Europa, also Osteuropa, Westasien, Russland, Ukraine in der Mitte sozusagen. Das ist die angloamerikanische Strategie. Hier darf kein Frieden, Handel und Wandel herrschen, weil ansonsten wird der Kontinent zu stark. Ja, also Asien und Europa, Russland mit seinen riesigen Rohstoffreserven, Deutschland mit seiner Industrie, wenn die zusammenarbeiten, dann haben wir ursprünglich die Engländer, Briten auf ihrer Insel und mit ihrem Commonwealth und jetzt die Amerikaner mit dem ihrigen sozusagen, dann haben wir keine Karten. Und das ist das Spiel, was seit 100 Jahren gespielt wird. Und was jetzt hier auch wieder ganz deutlich sichtbar wird, es soll verhindert werden um jeden Preis, ja, auch eben Sprengungen hier unserer Infrastruktur, dass Deutschland und Russland zusammenwachsen und zusammenarbeiten
Und das, was Gorbatschow sich gewünscht hat, ein Friedensvertrag von Lissabon bis Vladivostok, ja, dass die EU mit dem Osten und mit Asien auch zusammenwächst, ja, das muss auf jeden Fall verhindert werden aus US-amerikanischer Sicht. Und daran wird gearbeitet. Und ja, da, insofern muss einem völlig klar sein, dass das, was wir in den letzten Sendungen besprochen haben, Geschäftsmodell Deutschland basiert auf billigen Rohstoffen, aus denen man dann konkurrenzfähige Produkte für den Weltmarkt herstellt. Das Geschäftsmodell ist zu Ende und es muss ernsthaft überlegt werden, wie das hier weitergehen soll mit 80 Millionen Bundesbürgern und einem eisernen Vorhang nach Osten. Ja. Also Robert, wenn du vielleicht nochmal reingehen kannst, was ich gerne zeigen würde, dass man mal ein Bild hat, wenn du das große Bild, habe ich das überschrieben, ein Link von Foreign Policy, dass man sieht, diesen Begriff, den könnt ihr übrigens auch zunehmend in deutschen Berichten finden, in den USA hieß das The Great Decoupling. Also das große Abkoppeln und um dieses Abkoppeln, darum geht es und das ist dann ist das, wovon wir im Moment reden. Also hast du es gefunden oder? Ich bin gerade noch dabei. Ich habe Foreign Policy habe ich hier gefunden, aber das ist nicht der Artikel, den du meinst, nehme ich an, sondern ich weiß, welchen du meinst. Erzähl mal noch kurz und ich bin dabei. Okay. Ich suche ihn, ja. Also das heißt, was man da sehen kann, ist, dass diese Strategie war ausgegeben worden von den Amerikanern. Wir haben das erste Mal, haben wir, glaube ich, berichtet vor 2 Jahren. Das war auch im Zusammenhang mit Covid. Also die Hypothese haben einige aufgestellt, zum Beispiel Ron Unz, da kann man das nachlesen, dass die Covid-Pandemie auch dazu genutzt wurde, um das möglich zu machen. Also das heißt, dieses Einfrieren, genau, das war die Foreign Policy, die Überschrift. Und sie weisen auch darauf hin, das ist ganz interessant, dass Washington versucht, eine postpandemisches Abkoppeln von China durchzusetzen. Aber der letzte große ökonomische Bruch hat dazu geführt, dass es 2 Weltkriege und eine Depression gab. Was bedeutet er dieses Mal? Und das ist das, wo man tatsächlich wieder reingehen muss dabei. Genau. Und dann kann man sehen, dass zum Beispiel der Bütikofer, wenn du runtergehst, die Grünen führen das große Ankoppeln eben an, Bütikofer. Und Bütikofer behauptet dann in diesem Interview mit der Augsburger Allgemeinen, sagt er, an diesem Punkt wird sich entscheiden, ob die Zeitenwende ein begrenzter Lernerfolg bleibt. Also der meint damit das Abkoppeln von Russland jetzt, also die komplette Abbruch der Beziehung, oder ob wir aus der russischen Erfahrung Konsequenzen ziehen, mit wem wir vor allem zusammenarbeiten und wo wir vorsichtig sein müssen. Das heißt dann, so wie Joschka Fischer es auch beschrieben hat, Richtung USA ausschließlich und mit den anderen kompletten Abbruch der Beziehung. Dabei geht es nicht um eine angebliche wirtschaftliche Abkopplung, in Anführungszeichen, vor der Scholz gewarnt hat, die wir gerade gesehen haben. Das ist die Strategie, so wie die Amerikaner das bezeichnen. Da erschlägt der Kanzler eine Chimäre. Das ist grün. Grüne Politik ist auch das, ihnen vorzugaukeln, dass es da gar keine Strategie gibt, sondern dass sich der Scholz da etwas ausgedacht hat. Die Beziehungen zu China dürfen einfach unseren politischen Gestaltungsspielraum nicht untergraben. Er will gar keine, er will sie ja abbrechen. Und dann geht es weiter, das mit der, das, was wir bereits gezeigt hatten, Handelsblatt, dass die sagen, geht aber gar nicht. Und der Gesamtmetallchef Wurf, also zweimal aus dem Bereich der Wirtschaft, die sagen, wie soll das zum Teufel funktionieren? Ähnlich wie mit dem Gaspreis schießen wir uns nur selbst in den Fuß. Und was ich da drunter zeigen will, ist auf der Militärseite in den USA, wenn du auf Defense News gehst, dann sieht man, dass sich die US-Marine trifft sich mit den Admirälen Großbritannien, Italien und Frankreich für den kommenden Konflikt, der jederzeit ausbrechen kann. Und die sagen, die amerikanische Marine hat eine Haltung übernommen, diese, wir können bereits in der Nacht losschlagen, weil China und Russland beide sehr viel aggressiver sind als vorher, sagte der Chef der Marineoperation der Amerikaner. Und das geht seit einigen Jahren bereits. Ich habe das 2018 in einer Tagesdosis, wo ich das erste Mal alarmiert war, wo der Chef der amerikanischen Armee, Ben Hodges, der jetzt alle 5 Minuten irgendwo zu sehen ist, bei Maischberger im Heute-Journal, der sagt, die Ukrainer sind kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Die Russen sind komplett demoralisiert. Im nächsten Sommer ist der Krieg bereits gewonnen. Und er hat damals gesagt, wir müssen uns die Europäer warm halten für den, Zitat, unvermeidlichen Krieg.
mit China, der kommen wird. Ja. Und der Chef des amerikanischen Generalstabs hat gesagt, innerhalb von 2 Jahren werden wir den Krieg haben. Wir hatten gerade diese Nancy Pelosi-Geschichte mit Taiwan. Das heißt, es wird hochlaufen. Und das ist auf der einen Seite wieder, während es diese Strategie hochläuft und die militärische Konfrontation vorbereitet wird, die, wie sie jetzt in der Ukraine, wo dann sozusagen überraschend irgendwelche eskalatorischen Maßnahmen da sind und wir davon erfahren, dass wahrscheinlich China irgendeinen bösen Angriff gefahren hat, den man vorher so gründlich vorbereitet hat, wie man nur konnte. Während das abläuft, erfahren wir in unseren Medien über die Hintergründe nichts, sondern man erfährt etwas über die Frage, mit wie viel Prozent China Costco in den Hamburger Hafen rein darf, ob mit 29%, mit 24,9% oder mit 34 oder mit 40%. Auf dieser Ebene wird die Berichterstattung ablaufen, aber nicht auf der Ebene, was eigentlich dahinter steht, was wir jetzt versuchen zu liefern damit. Das ist der entscheidende Faktor aber, um den es geht, wie es Matthias beschrieben hat. Ich werde nochmal, wir sind am Vorbereiten bei Free21 für eine Geopolitikkonferenz, weil diese großen geopolitischen Strategien, das Mackinder ist ja vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt worden. Und wenn man die anderen hat, also Spikeman, wenn man Thayer Mahan, das ist noch älter als der Erste Weltkrieg. Die Sachen sind aber grundsätzlich wichtig. Thayer Mahan zum Beispiel passt zu Hamburg, hat darauf hingewiesen, dass Napoleon, obwohl er die ganzen Landkriege gewonnen hat, nicht gewinnen konnte gegen Großbritannien, weil Großbritannien über die Marine in der Lage war, eine Blockade von Frankreich durchzusetzen. Genau. Das sind entscheidende, wo man gemerkt hat, oh Moment, also auch für Landstreitkräfte ist das wichtig. Deswegen sind die Sowjets dann in den 70er Jahren, haben sie ihre Marine aufgebaut. Also das heißt, immer noch geht 90% des Welthandels geht über See. Das sind die Faktoren. Und wer dort relevant mitarbeitet, wird seine Finger auf der Entwicklung haben. Und für Deutschland ist es ganz einfach das Interesse, dass wir nicht hinten runterfallen und nicht als Kriegsschauplatz genutzt werden können von einer anderen Macht. Und ihr werdet laufend erzählt bekommen, wie gefährlich China ist, aber man wird euch nicht sagen, dass wir in totaler Abhängigkeit mit immer wieder den gleichen Argumenten von den USA geraten und dass wir dort, was wollt ihr denn? Also sozusagen, was ist denn das Interesse des Bundesbürgers, ja? Nämlich, dass der Wohlstand und die Sicherheit einigermaßen geregelt bleiben. Und das erwarten wir von den Politikern, dass sie das für uns machen. Tun sie aber nicht im Moment. Und wenn ihr Bütikofer und die Grünen dabei habt, ich erinnere an Sarah Wagenknecht, die Grünen sind zurzeit außenpolitisch, und ich schließe mich an diese Einschätzung, die gefährlichste Partei, die wir in Deutschland haben. Das sind die Leute, die uns am meisten in Situationen bringen, die nicht mehr handhabbar sind. Und sie sind völlig unvorhersehbar. Also, dass ein Grünen-Chef irgendwie die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen will, Kohlekraftwerke anschmeißt und so. Also. Und es ist übrigens, das habe ich als letztes, wenn du reingehst, den letzten Link, den ich gegeben habe, das ist New Eastern Europe. Da ist die Überschrift, wenn es denn zu Ende ist mit Russland. Da sieht man, in welche Planung das reingeht. Also das heißt, da wird gesagt, die meisten westlichen Experten sagen voraus, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird, der am 24. Februar begonnen hat. Und wenn es soweit ist, dann sollten wir nicht künstlich versuchen, Russland zusammenzuhalten als einzelnen Staat, sondern seine Anomalie, die es darstellt in der Geschichte, beenden und dafür sorgen, dass er zerschlagen wird. Wir sollten ihn auflösen. Und das sagt wer wieder? Der ehemalige kommandierende General der US Army in Europe, Ben Hodges, sagt es, den wir auch wieder dann bei Maischberger und im Gespräch mit Elmar Thewissen, wo er das 2008 schon gesagt hat, dass der Krieg mit China kommen wird, sagt, und der US-Krieg sollte darauf zielen, dass es eine Deimperialisierung von Russland gibt. Also das heißt, das Land, was gerade Jeffrey Sachs gesagt hat, in seiner Geschichte, das gewalttätigste Land seit 1950 weltweit, das eine lange Geschichte hat von Völkermord, auf dem es beruht, und dann auf Sklaverei als Wirtschaftsform und dann einer Kolonialisierung, einem internen Rassismus. Sozusagen dieses Land soll dann für die Dekolonialisierung von Russland zuständig werden. Das ist natürlich, hat den Wert nicht eines üblen Humors. Ja, aber das glauben die Wirte. Russland ist einfach zu groß, ja, zu mächtig, was seine Rohstoffe angeht, und muss dekolonialisiert werden. Also ich habe da
eben auch schon drüber. Es gibt wunderbare Karten, wo sie dann aufzeichnen, wie sie sich dann das vorstellen, hier Sibirien und das und das. Also die sozusagen Balkanisierung, ja, des Russischen Reichs, ja, das ist so der feuchte Traum der US-Imperialisten, ja, dass sie das aus einfach spalten in fünf Ländern. Und um die das ganze Great Game für Computerspieler einfach zu sagen, es geht gegen Russland und der Endgegner ist China. Ja. Mhm. Deshalb muss Russland jetzt geschwächt werden mit diesem Krieg in der Ukraine. Der soll möglichst lange gehen. Deshalb wird dauernd behauptet, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Wir kennen das aus Vietnam, wir kennen das aus Afghanistan, dieses wir gewinnen, ja. Nix ist, ja. Der soll einfach nur permanent und lange laufen und Russland schwächen und dann eben auf den Endgegner China. Die Chinesen halten den Ball sehr flach. Die rüsten natürlich ihre Armee auf und wissen, was auf sie zukommt. Müssen den Ball flach halten, weil sie ihr ganzes Geld, ihren Reichtum sozusagen in den USA oder in US-Staatsanleihen gebunkert haben. Sie können da nicht von heute auf morgen raus, ja. Gleichzeitig wissen sie auch, dass es in Taiwan ja zwei Parteien gibt, die eine sozusagen pro-US und die andere pro-chinesische für Wiedervereinigung. Und die hatte bei der letzten Wahl schon knapp 40%, ja, die andere hatte 42. Also das, die werden versuchen, dass sie da natürlich, so ähnlich wie die Russen, nicht die Ukraine kaputt schießen wollen, weil sie es als ja ihr Land letztlich betrachten. So wenig wollen die Chinesen da mit Gewalt gegen die Insel vorgehen und hoffen darauf, dass bei den nächsten Wahlen ja einfach eine die pro-chinesische Mehrheit sich durchsetzt und dass dann alles viel leichter wird. Die Amerikaner arbeiten dagegen, ja, in Taiwan. Also das ist das der Endgegner, den die Amerikaner im Auge haben. Und das, was wir in der Ukraine erleben und jetzt mit Nord Stream, das ist sozusagen das Vorspiel dafür. Ganz genau, ja. Und da habt ihr mir auch schon das Stichwort geliefert für unser nächstes Thema, denn so einfach können wir die Amerikaner nicht aus der Verantwortung für die Explosion dieser drei wichtigen Pipelines herauslassen, wie das die deutschen Medien gern hätten. Denn ich finde, also man muss wirklich, es ist unfassbar. Also hier einerseits, wir haben hier, gucken wir uns mal an, wie die deutsche Presse reagiert hat. Ja, hier zum Beispiel Gerüchte zur Nord Stream Sabotage vom ZDF, ja. Das ist also noch nicht geklärt, alle Fragen unbeantwortet, aber Experten treffen auf Basis vorliegender Informationen Einschätzungen. Die große Mehrheit hält eine Beteiligung Russlands für die naheliegendste Option, sagt einer. Es gab ja außerdem noch sogar jemand von der Bundeswehr, der sich dazu geäußert hat und hat gesagt, das waren höchstwahrscheinlich die Russen. Was hier zum Beispiel Focus schreibt auch hier, warum die USA-These über die gesprengten Pipelines absurd ist, sagen sie. Und sie haben hier einen Sicherheitsexperten, der sagt, ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass die USA die Nord Stream-Röhren sabotiert haben könnten. Joachim Weber zu Focus Online und weiter. Die USA haben sich zwar von Anfang an insbesondere gegen Nord Stream 2 positioniert, aber einen solchen Akt zu dieser Zeit brächte weder ihnen noch dem gesamten Westen einen Vorteil. Würde die USA. Moment, ich bin noch nicht fertig hier, ja. Also ja. Da hätte er aber vielleicht mal besser auf den Blinken, Secretary of State Blinken hören sollen, der hier tatsächlich sagt, die Sprengung der Nord Stream Pipeline ungeheure strategische Möglichkeiten für die kommenden Jahre bieten. Also ich finde, das ist ein direkter Widerspruch zu diesem Sicherheitsexperten vom Focus. Der Sicherheitsexperte vom Focus sollte sich vielleicht erstmal genauer informieren, was die Amerikaner selber dazu sagen, was sie jetzt nach der Sprengung sagen. Und das ist ja noch nichts gegen das, was sie vor der Sprengung über Nord Stream 2 gesagt haben. Mhm. Ja, also es ist, man kann das auch ganz einfach sagen. Welches Interesse, wenn man das sieht, also das heißt Deutschland
Wenn wir zurückgehen in den Februar, stand da am, ich glaube, 4. Februar war es, stand Scholz neben Biden und Biden erklärt, dass er dafür sorgen wird, dass Nord Stream 2 nicht zum Tragen kommen wird. Das war ein Besuch, den Scholz erst nicht machen wollte in den USA, sagte, er hatte Terminschwierigkeiten und er ist dann alleine, ohne Entourage dahin gefahren. Und die Frage ist, also ich hatte vor kurzem ein Interview gemacht mit Ulla Tonander, also dem ehemaligen Professor für Sicherheitspolitik im Friedensforschungsinstitut Oslo, der sagte, aus seiner Sicht ist das so, dass man Scholz hingeholt hat, um ihm klarzumachen, dass er zwei Möglichkeiten hat. Entweder er schaltet Nord Stream 2 ab oder die Amerikaner werden es abschalten, in Anführungszeichen. Und dann ist es für ihn immer noch besser, wenn er das macht, weil sonst die Desavouierung zu offensichtlich wird. Also das ist ja die Erniedrigung bereits, dass er neben Biden steht, neben dem deutschen Bundeskanzler und sagt das. Und dann war das da und dann gingen eine Woche vor der Explosion ging in Deutschland die Demonstration los, wo in Sachsen gefordert wurde, dass man Nord Stream 2 wieder aufmachen soll. Das heißt, das ist ja so. Und was wäre denn jetzt das russische Interesse, dass man sich dieses Druckmittels, das man noch hat auf Deutschland über den Gas, die Gaszulieferung selber entledigt, dass man das zerstört? Ist das russisches Interesse oder ist das nicht für amerikanisches Interesse, dazu für zu sorgen, dass Deutschland nie wieder die Option hat, ob es das auf- oder zumachen will? Das russische Interesse ist, selber die Pipeline zu sprengen, damit dann Leute glauben, es waren die Amerikaner, damit die dann behaupten können, dass die Russen gewesen sind. Ja, ja, klar. Das ist doch völlig klar. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Theorien gibt es immer nur, wenn sie behaupten, dass die Amerikaner was gemacht hat. In der anderen Richtung ist alles erlaubt zu behaupten. So absurd kann gar nicht absurd genug sein. Das kann dann in der Tagesschau berichtet werden. Das ist jetzt, und da kann ich weiß nicht, ob wir es drin haben, Jeffrey Sachs ist ja in Bloomberg interviewt worden, wenn man das zeigen kann, weil dann sagt er, all meine Bekannten, Jeffrey Sachs ist jetzt mittlerweile, also muss man sagen, ist bekannt gewesen als amerikanischer und Weltbank-Unterhändler, der geschickt wurde, wenn bei den Staaten Not am Mann war, Bolivien, Hyperinflation oder ist nach Russland geschickt worden, bereits zu Beginn der Gorbatschow, also als nach 89 und dann Jelzin und war dort, sage ich mal, eher neoliberal. Mittlerweile ist er Sozialdemokrat, würde ich sagen, von der Ausrichtung. Vor allen Dingen ist aber jemand, der kein Blatt von dem Mund nimmt. Und das muss man sich einfach mal mehrmals, es gibt zwei Interviews, wo sofort, wenn er darauf zu sprechen kommt, er unterbrochen wird. Vielleicht schauen wir uns das mal an. The main fact is that the European economy is getting hammered by this, by the sudden cutoff of energy. And now, to make it definitive, the destruction of the Nord Stream pipeline, which I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and Poland. This is speculation. Jeff, we got to stop there. That's quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that was a U.S. action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, were circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says, this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to, it's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international infrastructure of vital significance. So I know this runs counter to our narrative. It runs, you're not allowed to say these things in the West. But the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people, they think the U.S. did it. And just to tell you, and by the way, even reporters on our papers that are involved tell me privately, yeah, well, of course, but it doesn't show up in our media. Professor, also Jeffrey Sachs sagt, das, wovon ich die ganze Zeit spreche, nämlich ihr erfahrt in euren Nachrichtensendungen nicht das, was die Leute
sozusagen privat, wenn man mit ihm redet, sprechen. Er sagt ja, er redet mit Journalisten und die sind sich alle im Klaren da drüben, dass die Amerikaner die Pipeline in die Luft gejagt haben, aber man kann nicht sagen, und dann wird er sofort unterbrochen vom Moderator, der an dieser Stelle den Redefluss und Sachs reagiert entsprechend drauf, ihr habt das gesehen. Das gibt es an einer weiteren, in einem weiteren Gespräch auch. Also die Frage, die ich dann immer kriege von meinen Kollegen ist, ausländischen Kollegen, mal sehen, wie lange Jeffrey Sachs überhaupt noch reden kann, ob er überhaupt noch mal irgendwann wieder eingeladen werden wird. Im Moment ist es der Fall. Ich weiß nicht, sozusagen, er ist aber zunehmend. Er hat ein sehr, sehr langes Interview mit 2 Millionen Zuschauern bei Amy Goodman gegeben in Democracy Now über den Hintergrund der Ukraine-Krise. Er ist ja der Leiter der Untersuchung von The Lancet über den Ursprung des Covid-Virus. Und er sagt, das kommt aus einem Biolabor. Und er hat angegeben, er glaubt eher im Amerikanischen. Nachdem man jetzt zurückgerudert ist von der natürlichen Variante, zeigt man gerne wieder auf China, auf das Wuhan. Aber Jeffrey Sachs hat gesagt, aus seiner Sicht eher amerikanisch selber. Und er ist in einer sehr guten amerikanischen Tradition der 70er Jahre. Er ist ja Anhänger der Demokratischen Partei und sagt das auch immer, aber er ist nicht auf diesem Kriegskurs, den das amerikanische demokratische Establishment hat. Ist also so ein Speaking Truth to Power, sagt man im Englischen, also der Macht die Wahrheit erzählen. Der liefert eigentlich das, was wir in den Medien auch bräuchten. Das heißt, mutige Leute, die bereit sind, diese Hintergründe aufzudecken und nicht, wie es übrigens auch in der DDR war, wo man ja genau wusste, mit wem man wie reden konnte. Das heißt, es gab eine offizielle Version, die man erzählen musste, und es gab eine inoffizielle, die beim Bratwurstgrillen mit anderen Leuten geteilt hat, wenn es klar war, man redet mit Leuten, mit denen man offen reden kann. Da sind wir ja auch schon angekommen. Und das ist nochmal, das ist mein großer Vorwurf. Unsere Medien sind dazu da, zu erklären, was die Politiker machen, warum sie es tun, weil die Politiker in Zwängen drin stecken. Wir sehen, dass Scholz in sehr großen Zwängen drin steckt. Und der kann nur in einem gewissen Maße operieren, aber unsere Medien, anstelle diesen Raum aufzumachen, damit die Wähler verstehen, was eigentlich abläuft, anstelle, dass sie darüber reden, dass es eine geostrategische Version ist, in der Deutschland sich positionieren kann oder positioniert wird, das ist im Moment der Fall, mit nützlichen Idioten wie den Grünen, statt dass das erklärt wird, werden wir in diesen Einzelheiten belassen. Also ist das jetzt in der Plastiktüte mit dem radioaktiven Symbol, ist das Foto von 2010 und was bedeutet das? Auf diesem Niveau werdet ihr verarscht. Es ist eine Verarsche. Ich kann es nicht anders nennen. Und das, wer sich das gefallen lässt, ist in gewisser Maße selber dran schuld. Wir haben auch noch ein schönes Video, Who Blew Up Nord Stream Pipelines, das sind, glaube ich, 5 Minuten. Ja. Da legen wir das Link in die Beschreibung. Ja, wer sich das anschaut, ja, wie auch die Medien, das ist eben Zusammenschnitt von Medienberichten jetzt über diesen Nord Stream Anschlag. Ja, das sind 5 Minuten. Wer sich die anschaut, der kann hier, er sagt, we will bring an, how will you do it, we will bring an to the, so fängt es an. Und das ist, in 5 Minuten ist einem da vollkommen klar, was Sache ist. Ja, da muss man nicht drum rumreden und schon gar nicht den Irrsinn, die Russen bombardieren ihre eigene für 8 Milliarden gerade fertiggestellte Röhre da. Das ist so grotesk, ja. Da sieht man eben auch dran, wie wir schon hier medial, ja, weich gekocht oder weich gespült sind, ja, auch mit 2 Jahren Corona-Berichterstattung und jetzt eben in Sachen Ukraine und Russland, dass die Leute ja selbst die absurdesten Sachen dann sagen, ja, das muss aber jetzt, das wird aber schon stimmen, was da gesagt wird, ja. Mhm. Und jeden Hauch von kritischem Bewusstsein oder Skepsis wirklich an der Garderobe abgegeben haben und da auch hängen lassen, gar nicht mehr fragen. Ja. Mhm. Also guckt euch mal hier das kleine Video an. Das ist, nach 5 Minuten weiß man Bescheid. Und aus meiner eigenen Recherche, also auch nochmal um das zu sagen, also das heißt, festzustellen, wer es gemacht hat, das sollte man wissen. Die Variante ist nicht, von wo die Unterwasserdrohne, um die es wahrscheinlich gehen wird, mit Sprengstoff, sozusagen welche Bauart die hatte. Ich kann das Beispiel sagen, als es losging,
in der Reagan-Regierung mit den Operationen gab es eine Anweisung von Casey, möglichst viele russische Waffen zu besorgen. Und zwar nicht nur Kalaschnikow, sondern jede Art Baureihe von Waffen, mit der dann entsprechende Anschläge ausgeführt werden, damit, wenn man irgendetwas findet oder man etwas liegen lassen kann, die Spur in Richtung des Täters geht. Es ist so, die Faustformel ist, wenn man sozusagen eher aus der Gegenrichtung, aber auf jeden Fall, das ist keine Methode, mit der man feststellen kann, wer dahinter steckt. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, die Amerikaner, ich habe ja mal eine Doku gemacht bei Arte über diesen Staffel MiG-Jäger, die Amerikaner hatten, MiG-Kampfflugzeuge, mit denen sie ihre Besatzung geschult haben im Luftkampf mit den amerikanischen Maschinen. Und da gab es auch, die hat man zum größten Teil aus Indonesien geholt, wo nach dem Putsch gegen Sukarno Suharto, der Machtwechsel, wo man dann die hatten vorher MiGs gekauft und die haben die an die Amerikaner geliefert. Und dann hatten sie auch U-Boote. Die Amerikaner hatten sowjetische U-Boote. Das heißt, das U-Boot, was auf Grund gelaufen ist vor Karlskrona, die Whisky-Klasse, davon hatten sie zwei. Die sind auch von den Amerikanern weiter betrieben worden. Das ist alles geheim. Also man findet darüber nicht was. Aber mit solchen Sachen kann man natürlich wunderbar False-Flag-Aktionen durchführen. Dafür braucht man diese Waffen der Gegenseite. Also auch das ist komplexer, wie ich vorhin erwähnte, mit den abgehörten, von der NSA abgehörten Sprechfunksachen. Wenn man reingeht, und deswegen sind solche Dokus, wie ich sie gemacht habe, auch wichtig gewesen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was ja real passiert ist und wie komplex und wie hinterhältig diese Operationen sind, die, wenn sie funktionieren, ungeheure Möglichkeiten eröffnen. Eine große strategische Möglichkeit, wie Blinken das genannt hat. Und deswegen sollt ihr solche Sachen nicht sehen. Damit ihr, davon sollt ihr nichts erfahren, das wird von vornherein als Verschwörungstheorie bezeichnet, damit ihr in dem Status der Handhabbarkeit bleibt. Ihr sollt als Bürger nicht informiert werden und dafür wird an allen Ecken werden jetzt die Gatter aufgezwängt, damit ihr als Schafherde schön durchlaufen könnt und damit keine verwirrenden Informationen rauskommen, die dazu führen, dass man sagt, da will ich nicht mehr mitmachen. Nun haben ja die Russen auch selber relativ fix gemeldet, dass sie Beweise hätten, dass die Nord Stream Pipelines vom Westen gesprengt worden sind. Welche Beweise haben sie denn vorgelegt? Gar keine. Das werden sie nach den Midterms machen. Das ist eine von den Sachen, dass sie. Nein, ich meine die Russen. Ich rede davon. Die Russen werden sich dazu nach den Midterm-Wahlen, also nach den anstehenden Wahlen fürs Repräsentantenhaus, also sozusagen Anfang November, 8. Ich weiß nicht genau wann. 8. Ja, das ist, kann man auch, wenn man dann in die Publikation reingeht, kann man das lesen. Warum sie das sozusagen, warum sie versuchen an dieser Stelle keine, erstmal das nicht zu trüben, weil wenn die Republikaner diese Wahlen sozusagen, da wird eine andere Situation sein, dann können die nicht mehr einfach durchregieren. Und im Moment ist ja die Absurdität, dass eher aus der konservativen Seite die Leute kommen, die nicht für den Krieg sind. Also die Demokraten sind ja die Neocons. Also ganz wichtig wird Victoria Nuland und ihr Umfeld. Das sind die Leute, die die großen Kriegspusher sind. Wenn man jetzt anguckt, bei den Konservativen gibt es auch solche, gibt es sozusagen Russenfresser, aber da gibt es auch einen Rand Paul oder so. Das heißt, oder allein die Webseite antiwar.com, der Republikaner Ron Paul, ja, also ein ehrenwerter Mann, sozusagen über viele Jahre, der Twitter, also sozusagen dieser ganzen Internetzensur unterliegt. Die Sache ist komplexer. Tulsi Gabbard hat die Demokraten verlassen, tritt auf bei Tucker Carlson in der Sendung und war auf dem Republikanischen Parteitag und hat dort eine Rede, republikanisch zugeschnitten, gesagt, sozusagen die große Thema ist, Krieg und Nuklearkrieg zu verhindern. Ja, das ist, die Sache ist fluid mittlerweile. Die ist nicht mehr nach dem Links-Rechts-Spektrum zuordnenbar, sondern Krieg, nicht Krieg. Jetzt scheint das ja auch übrigens, also die Russen haben ja die russische Botschaft in Deutschland hat auf ihrem Telegram-Kanal auch gesagt, Schweden habe schon damals eine NATO-Drohne gefunden, 2015. Wir haben den Link jetzt hier nicht, aber es gibt einen anderen Link, der doch, auch darüber berichtet. Ich habe den Link reingestellt. Pipeline Technology Journal schreibt darüber, dass 2015 in der Nähe der Nord Stream Pipeline ein Sprengsatz gefunden wurde und vom schwedischen Militär erfolgreich weggeräumt worden ist. Und zwar in der Nähe der Line, also der zweiten Rohrlinie oder zweiten Rohrstrang oder wie man das nennt auf Deutsch.
Das war 2015 schon. Was soll das bedeuten? Wer hat das gemacht und wieso? Also was steckt dahinter? Warum wird das denn geheim gehalten? Warum erfahren wir nichts? Ihr könnt doch davon ausgehen, wenn man jetzt sagen könnte oder auch nur insinuieren könnte, dass Experten rausgefunden haben, dass die Russen dabei sind, diese Pipeline aus irgendeinem kühlen Grunde, aus einem dieser gedrechselten Zusammenhänge zu sprengen, würden wir es doch längst wissen. Also an dieser Stelle ist doch nichts zu dumm, um es ihnen in die Schuhe zu schieben. Und die Tatsache, dass erst ein großer Popanz gemacht wird, wer war das denn? Und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Und wir werden mit schärfsten Maßnahmen dagegen vorgehen. Strack-Zimmermann und von der Leyen, diese ganzen Aussagen, die dort gekommen sind. Und dann bleibt das in dieser Ungewissheit. In wessen Interesse ist das denn? Ja, also wer muss denn geschützt werden davor? Doch nicht die Russen. Unsere Medien schützen doch nicht die Russen davor, angeklagt zu werden oder auch fälschlich angeklagt zu werden, sondern das ist, hier wird's halt extrem peinlich. Was soll man denn machen? Die Russen die Russen behaupten ja, 2015 war es ein NATO-Sprengsatz. Und da hast du völlig recht. Ja, warum sollten die Medien eigentlich nicht berichten, wem es gehört? Die wären doch die Ersten, die melden würden, die Russen, wir haben eine russische Bombe gefunden. Natürlich, aber wenn man was anderes hat, was sollen denn die Schweden ihrer Bevölkerung sagen? Da haben die Sozialdemokraten, also das heißt die 40 Jahre Generation weiblicher Verteidigungsminister und so weiter, das sind diejenigen, die gesagt haben, wir wollen unbedingt in die NATO. Sollen denen jetzt erklären, die Amerikaner sprengen die Pipelines, da wollen wir aber mitmachen aus anderen Gründen. Oder die Deutschen. Ja. Was will denn die deutsche Regierung über ihre Bevölkerung erzählen? Wir lassen uns vorführen, unser Bundeskanzler darf öffentlich abgewatscht werden in einer amerikanischen Pressekonferenz und danach kriegt er nochmal richtig einen in die Fresse, auf die Zähne, was sie gemacht haben, ist ja, was Ulla Tonander gesagt hatte, war erst klar zu machen, du hast keine Wahl. Die Wahl, die du hast, ist, ob du selber die Pipeline abstellst oder ob es von uns abgestellt wird. Und dann macht er das und dann gibt es aber obendrauf noch, als es losgeht, ob noch eine Option ist, das aufzumachen, weil Scholz laviert. Wir sehen das auch an China. Ja, der kapiert schon. Der ist da in Hamburg. Der hat genügend Bekannte, die ihm sagen, wie die wirtschaftliche Lage aussieht. Das weiß er in Hamburg sehr genau. Und der ist nicht voll auf Linie. Und dann sorgt man dafür, indem man die Pipeline sprengt, indem es keine Option mehr gibt. Der hat jetzt keine Wahl mehr. Er kann sich nicht, das wäre aber genau das, was die Russen gut gebrauchen könnten. Rein aus der Interessenlage, dass sie sagen können, wieso, hat ja Putin gesagt, wenn es Probleme gibt, wir liefern Gas. Und jetzt gibt es noch eine andere Meldung, die ich wirklich unglaublich finde, nämlich, einer dieser Pipeline-Stränge ist ganz geblieben. Einer ist nicht explodiert. Ja. Und jetzt gibt es hier eine Meldung von der Hal Turner Radio Show, den du gefunden hast, Dirk. Ja, ich habe mir das angeguckt und deshalb gab auch auf IntelliNews die identische Meldung und die haben es zurückgenommen und es sieht aus wie eine Copy-Meldung von der 2015 und die Hal Turner Show ist nicht in der Weise seriös. Also ich würde sagen, abwarten und Tee trinken, das ist keine seriöse, belastbare Information. Das war interessant. Ich habe dann in Schweden nachgefragt bei meinen Kollegen und es ist dort an keiner Stelle hochgekommen. Es gibt immer so Behauptungen, die in ausländischen Medien gebracht werden. Also ich würde sagen, vorsichtig. Es wäre eine Erklärung gewesen, warum man sagt, eine Pipeline-Strang ist ja intakt geblieben von Nord Stream 2. Und wenn man dann etwas da gefunden hätte, also lassen wir das mit einer gewissen Vorsicht, will es nicht als belastbare Information rausgeben. Aber die Frage ist, was ist denn passiert? Warum bleibt ein Pipeline-Strang übrig? Das ist nicht erklärbar. Da ist was dilettantisch gemacht, ja. Ist was schiefgegangen wahrscheinlich. Murphy's Law, ja, was schiefgehen kann, geht schief. Und was in dem ganzen Zusammenhang interessant ist, ist ja einerseits, die Schweden waren ja als Erste am Tatort sozusagen. Sie haben da auch Teile von dem gesprengten Rohr abgeschnitten oder geborgen, um festzustellen, was für ein Sprengstoff ist denn hier verwendet worden. Also das, was natürlich jeder Ermittler zuallererst tut. Der Sprengstoff wird angeblich untersucht in Schweden, aber unter Freunden wird bisher überhaupt nichts davon berichtet. Ja, also wie eben schon gesagt, wenn da irgendwie russischer Sprengstoff oder sowas gefunden worden wäre, dann hätten wir das schon seit einen Tag später gehört.
dass die Schweden da dicht halten, dass auch, da haben wir ja auch einen Link zu, hier Anfragen der Linken im Bundestag, hallo, Bundesregierung, was, wie ermittelt ihr hier überhaupt? Ja, was läuft denn hier überhaupt in Sachen Ermittlung? Sarah Wagenknecht und ihre Mitarbeiterin, die Ansage bekommen, ja, wir können leider nicht mitteilen, aus Gründen der nationalen Sicherheit, was wir hier machen und dass wir ermitteln. Also da schüttelt man doch energisch den Kopf, wie, hallo, ein zentraler Teil der deutschen Infrastruktur wird von einem Terroranschlag, einer Sabotageaktion getroffen. Und wir kommen da erstmal überhaupt 3, 4, 5 Tage später am Tatort an mit unseren Ermittlern. Dann haben die Schweden da schon alles geguckt und aufgeräumt sozusagen. Und als dann mal im Bundestag nachgefragt wird, wird gesagt, nee, sorry, das unterliegt der Geheimhaltung. Also bitteschön, wo sind wir eigentlich? Ja, das ist, wie Dirk es eben gesagt hat, ja, Scholz wurde zuerst in Washington vorgeführt und weil er nicht pariert hat, und sofort klar ausgedrückt hat, okay, das Ding wird abgeschaltet, ja, weil er eben weiß, was das bedeutet, und deshalb eher auf der Bremse steht, als wie die Grünen Vollgas gibt, ja, dann hat man ihm das Ding weggesprengt. Und jetzt muss verhindert werden, dass das ermittelt wird. Es sollte doch kein Problem sein für forensische, militärische Ermittler, da Spuren zu finden. Die Schweden haben die schon, ja. Es gibt ja auch Fotos. Man sieht, dass das irgendwie ein schwerer Sprengsatz mit mindestens, oder etwa 500 Kilo TNT-Sprengkraft sein muss, ja, und so weiter. Also, aber deutsche Abgeordnete werden darüber nicht informiert und es wird gesagt, nö, über die Ermittlungen sagen wir nichts, ja. Das ist doch absurd, Leute, oder? Und zwar mit der Begründung, dass es die, also gegen die Staatsräson ist, also gegen die staatlichen Interessen. Das alleine sagt doch schon alles, ja. Das ist auch, dass die weder die Schweden mit den Dänen reden, noch die Dänen mit den Deutschen oder die Deutschen mit den Schweden. Also da wird zwar gesagt, es wird da trotzdem wurde das, aber es gibt keinen Austausch über die Ermittlungsergebnisse, weil für jedes Land ist das eine hochpeinliche Situation. Und weil es hochpeinlich ist, ist nachvollziehbar, dass die Regierung nicht drüber reden wollen. Es ist aber nicht nachvollziehbar, dass unsere Medien nicht darüber reden. Ja, aber Dirk, aber warte mal, also Deutschland hat doch ein ganz ernstes Interesse an der Aufklärung dieses Sabotageaktes. Die haben immerhin die Bundespolizei mit einem Forschungsschiff dorthin geschickt und extra Spezialtaucher mitgehabt, ja? Also jetzt halte ich mal hier ein bisschen im Und da fahren sie hin und stellen fest, während sie über der Stelle sind, stellen sie fest, oh, das ist ja 70 Meter tief und unsere Taucher haben nicht, bitte? Die können nur 40. Die können nur 40 tauchen. Oh, so ein Mist, ja. Dann müssen wir wieder umdrehen. Wir haben die falsche Ausrüstung, müssen wir wieder heimfahren. Das ist so absurd. Das ist so absurd, dass ich nicht glaube, dass das real ist. Ich glaube, das ist so absurd, dass ich es nochmal zitieren möchte hier von diesem Tagesschau-Artikel. Okay. Hier steht's. Am vergangenen Wochenende brach die Bundespolizei mit mehreren Schiffen auf, um das Ausmaß der Zerstörung an den Pipelines zu begutachten. Auch Taucher und Sprengstoffexperten der Bundespolizei waren dabei. Allerdings kamen die Taucher vor Ort nicht zum Einsatz, da sie nicht die nötige Ausrüstung für einen Tauchgang in 70 Metern Tiefe haben. Ja, weil ist ja auch schwer, Robert. Wer ist denn eigentlich dann der Einsatzleiter bei dieser, ist das irgendein Praktikant? Ja. Der hätte ja nicht mal nachschlagen können, in welcher Tiefe verlaufen eigentlich die Pipelines oder so. Ja, was soll denn das? Das ist alles nackte Kanone 4.0, was da hier vorgeführt wird. Ja, die Russen, denen das Ding gehört, die es gebaut haben, die dürfen nicht zum Tatort, ja. Genau, 51% gehören ihnen von der einen und von der anderen noch mehr. Ja, so, also die lässt man erstmal gar nicht schauen, ja. Die Schweden säubern da alles schon vorher und geben keine Mitteilung darüber. Und dann kommt unser Tatortkommissar angeschippert, so nach 3, 4, 5 Tagen, naja, ich muss hier doch mal am Tatort gucken, ja, und stellt fest, oh, ich habe ja keine Gummistiefel dabei, ich kann hier gar nicht in den... Also, das ist eine Groteske, die uns hier vorgespielt wird. Und ich denke eben auch, wie Dirk es gerade sagt, ja, das ist allen Beteiligten, den Schweden, den Anrainern in der Ostsee,
Hochnot peinlich, was hier gerade abgeht, ja. Und sie können ihren großen Bruder, der definitiv dahinter steckt, in den USA ja nicht bezichtigen oder so. Und deshalb dieser Eiertanz, den wir hier erleben. Ja. Es ist unfassbar, wie die Ermittlungen verschleppt werden, wie das keine Sau interessiert. Und wahrscheinlich rechnen die damit, dass sich das Ganze irgendwie versenden wird. Das verschwindet dann sozusagen im endlosen Ozean der Mainstream-Propaganda. Irgendwo fragt dann irgendwann keiner mehr danach. Oder ist das der Plan? Ist das der Plan, den ihr vorhabt? Es wird aussitzen, nennt man es in der Politik, ja. Das wird einfach, ja, das ich bin mir sicher, jetzt schon, und habe das auch schon direkt danach gesagt, dass hier dieses Pipeline-Attentat genauso wenig aufgeklärt wird, genauso schlecht ermittelt und am Ende sozusagen zumindest zweifelsfrei geklärt wird, wie MH17, der Abschuss dieser Maschine über der Ukraine 2014. Das wird genau so in der Grauzone bleiben. Es wird Verschwörungstheorien, die werden, ich würde ja fast schon drauf wetten, dass in ein paar Wochen dann, wenn das Ganze schon so langsam abgesickert ist sozusagen, dass dann Bellingcat kommt, dass sie mit Spezialtauchern doch noch einen russischen Ausweis da unten an der Pipeline gefunden haben oder so eine Nummer, ja, Korrektiv, Bellingcat und so weiter, solche Faktenchecker werden das dann nochmal, wenn die Russen Nummer nochmal aufwärmen in ein paar Wochen, so dass das Ganze weiter in diesem ja sozusagen Sumpf von Spekulation, Verschwörungstheorie, Gerüchten weiter wabert. So wie der Abschuss dieses Flugzeugs und wie noch viele andere Dinge. Das wie Nawalny, wie Skripal, wie 9-11. Und so weiter. Genau, was machen wir eigentlich die Skripals? Hallo, müssen wir eigentlich auch jede Sendung fragen. Ja. Was wissen wir Neues von denen? Also das ist einfach, das kommt dabei raus, wenn man ein Mediensystem hat, was in Wirklichkeit der Politik verantwortlich ist und nicht Ihnen, nicht dem Zuschauer. Also wenn die verantwortlich wären von der Bevölkerung, dass die Bevölkerung sagt, ich fühle mich gut informiert, ich bin der Meinung, ich habe einen Überblick, was passiert, dann würde, und wenn das entsprechend hinterlegt wäre mit den Institutionen, dass die Bevölkerung in der Lage ist zu sagen, wie sozusagen, also dass sie quasi abstimmen kann, wenn man so will, ja. Aber die ganze Struktur ist ja so gebaut, wie man an den ARD-Skandalen sehen konnte, dass in dieser Klassengesellschaft Rundfunkanstalten oben Leute sitzen, die ganz eng an der Politik und vor allen Dingen noch als Controllettis an der amerikanischen Außenpolitik dran sind, die in den ganzen Organisationen, also American Enterprise Institute, Aspen Institute, German Marshall Fund, Trilateral Commission, also diesen ganzen Thinktanks, die gebildet worden sind, um diese sozusagen die Denkweise oder die Amerika-Brücke, wird ja kaum noch genannt dabei, die sind zum Beispiel gleich am Anfang aktiv geworden, als es um die Seidenstraße ging. Da kamen die ersten Informationsveranstaltungen, liefen über die Amerika-Brücke. Deswegen, weil die nicht verantwortlich sind, was sie davon halten, ja, sondern dazu letztlich ihre Karriere davon abhängt, ob sie sich mit der Politik gut stellen. Deswegen hat ja auch die Patricia Schlesinger, als sie eingeladen hat, nicht aus der Bevölkerung Leute eingeladen oder ein paar Journalisten, Altgediente vom RBB, um zu sehen, was die Bevölkerung so denkt, sondern sie hat sich gleich mal sozusagen in der Berliner Elite, also in den Leuten, die Strippen ziehen. Das ist das, sozusagen an die Strippenzieher ist dieser Apparat angebaut. Und deswegen werdet Sie alle werden weiter verarscht werden. Es wird keine reale Berichterstattung geben, aber man wird dafür sorgen, dass Leute, die es kritisieren, wie wir, möglichst abgeschaltet werden. Na, wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen. Im Moment gibt es uns ja noch. Nein. Hurra, wir leben noch. Mene, mene, tekel, so ganz schnell sagen. Mene, mene, tekel, ja, aber wie gesagt,
guter Übergang zu unserem nächsten Thema, oder, ja, Herr Moderator? Dass wir abgeschaltet werden, das kann nie ein guter Übergang sein. Ja. Nein, wir sind ja, wir sind ja gut gelaunt. Wir machen ja auch keine gröbliche Verharmlosung. Wir machen uns, wenn, dann sanfte oder harte. Wir machen eine gründliche Verharmlosung. Gründliche. Ja, also, so, jetzt sind wir gekommen. Lass uns, genau, du hast völlig recht, lass uns gleich mal das nächste Thema verharmlosen, und zwar den Coronavirus. da steht ja, ja im Moment jetzt noch keine Strafe drauf, beziehungsweise die, nee, beziehungsweise doch, ja, doch, natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber nicht im Strafgesetzbuch. Aber es gab also jedenfalls, also wer bislang behauptet hat, dass das Virus künstlich aus einem Labor kommt, der wurde als Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Impfdingsbums und was weiß ich. Reichsbürger. Und jetzt sorgt eine neue Studie für Wirbel, und ausgerechnet NTV hat darüber berichtet, ein deutscher Forscher sagt, SARS-CoV-2 kommt zu 99,9% aus dem Labor. Und er ist nicht der irgendein einzige Feldwald- und Wiesenforscher, sondern einer der bedeutendsten auf diesem Sektor. Also sozusagen hohe Peinlichkeitsstufe, aber es ist ja auch schon gegengearbeitet worden. Der im Bereich Immunologie promovierte und mit seinen Kollegen mit dem diesjährigen Innovationspreis der Deutschen Biotechnologietage ausgezeichnete Valentin Bruttl ist einer der Autoren dieser Vorab-Publikation, die jetzt kürzlich erschienen ist. Und er sagt, und er liefert eben darin Argumente, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein gezielt genetisch verändertes Virus handelt. Besser gesagt, um eine künstliche Kopie eines Virus. Sie haben also molekulare Hinweise gefunden, dass dieses Virus zu 99,9% eine künstliche, wahrscheinlich manipulierte Kopie eines natürlichen Virus ist. Und die dafür verwendeten Methoden würden in sehr ähnlicher Form in einzelnen virologischen Laboren ebenfalls zur Herstellung synthetischer Viren verwendet. Ich nehme an, es geht da auch um die CRISPR-Technologie, genau, wo man den Genstrang auseinanderschneiden kann und dort andere Sachen einsetzen kann. Und da hätten sie also in dem Genom von SARS-CoV-2 eine Art Fingerabdruck für eine gezielte Manipulation entdeckt. Es handelt sich um ein regelmäßig wiederkehrendes Muster im Erbgut des Virus. Und Labore, die RNA-Viren wie SARS-CoV-2 genetisch verändern, setzen das Erbgut zunächst aus einzelnen DNA-Bausteinen zusammen. Und danach blieben aber bei den Verbindungsstellen so bestimmte Erkennungsstellen im Erbgut zurück. Ein markantes, regelmäßiges Muster. Und das kann man eben auch wohl bei diesem Virus finden. So, das Interessante ist ja, dass wir übrigens auch schon vor, wisst ihr noch, wie lange das her war, darüber berichtet habe, über genau diese Sache, die damals ja nicht von einem deutschen Experten geäußert wurde, sondern von einem Mann aus berufenem Munde, Matthias, ne? Ja, wir haben im April 2020, also vor 2,5 Jahren, ja, haben wir darüber berichtet, dass es ernstzunehmende Verdächtigung oder die ernstzunehmenden Verdacht gibt, dass das Coronavirus ein Produkt aus dem Labor ist und dass Luc Montagnier, Nobelpreisträger, Entdecker des HIV-Virus, das in einer Fernsehtalkshow berichtet hat, was ihm da aufgefallen ist, als er sich die Virenstruktur von Covid da mal angeschaut hat und dann sofort, hier hast du den Artikel genau eingeblendet, von Le Monde, also der führenden Zeitung in Frankreich, fertig gemacht wurde. Ja, Nobelpreis schützt vor Torheit nicht. Wir hatten ja auch schon Nobelpreisträger, die Hitler gut fanden. In dem Stil wird dann einer der renommiertesten Virologen der Welt sofort weggebissen und fertig gemacht. Er ist ein Wissenschaftler, er hat sich auch vorsichtig ausgedrückt und er hat gesagt, ja, ich vermute, aber das ist sehr verdächtig und so weiter. Er hat da absolut seriös geredet und wird sofort als Querdenker dann in die Tonne getreten und sagen, der hat zwar einen Nobelpreis, aber das hat nichts zu sagen. Wir wissen es besser, wir, ja. Le Monde und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir 2,5 Jahre später wieder einen Forscher. Es gab ja auch in der Zwischenzeit, wir haben ja oft darüber berichtet und Fort Detrick und Gain-of-Function-Forschung. Das war ja im dritten Jahrtausend laufend ein Thema. Ja, und jetzt kommt es eben wieder. Und das ist auch keine Überraschung, weil
ja, wer das dritte Jahrtausend schaut, der weiß mehr als die Experten in ARD und ZDF. Wir geben ja auch die Links zu dem, was wir da behaupten. Wir sind alle drei keine Virologen, aber wir können Zeitung lesen und wir können recherchieren und wir haben einen Verstand und IQ über Bordsteinkante und können Sachen einschätzen. Und nicht mehr haben wir getan mit dem Virus und mit Corona. Und genau das tun wir jetzt ja eben auch mit Russland und mit der Ukraine. Mhm. Ja. Und wie die Großmedien damit umgehen, das ist hier das Beispiel von Montagnier, ein schönes Beispiel. Und ich mal erinnere nur daran, dass Professor Bakhti im Januar sein Verfahren hat, wo ihm Antisemitismus und Volksverhetzung vorgeworfen wird. Genau. Das war das genau das Gleiche in Deutschland. Das heißt, die größtmögliche Diskreditierung von einem ehrenwerten, sehr höflichen, freundlichen Menschen, der wirklich und sozusagen ein thailändischer Buddhist indischer Abstammung, der alles andere als irgendwie, also Antisemitismus ist hervorragender Vorwurf, das finde ich absurd. Aber das ist die Dreckschleuder, die jeder abkriegt. Ich habe das ja auch schon abgekriegt nach dem 11. September damals. So wird argumentiert und da wird ein Bakhti und da werden ein Wodak und da wird ein Luc Montagnier, da werden renommierte Experten ausgesondert und nur noch ein bestimmter Typus, nämlich der genau das sagt, was die Eliten verlangen, der wird ins Fernsehen und in die Medien eingeladen. Fertig, so einfach ist es. So, und jetzt lass uns mal darüber diskutieren, was das bedeutet. Das bedeutet, es wurde ein künstliches Virus in Umlauf gesetzt. Wurde das aus Versehen in Umlauf gesetzt oder wurde das mit einem bestimmten Ziel in Umlauf gesetzt? Und wenn handelt es sich hier um eine völlig neue Qualität von hybrider Kriegsführung? Das ist ja unglaublich. Ich meine, die neuesten Nachrichten lassen da nichts Gutes vermuten. Hier zum Beispiel Mail Online berichtet exklusiv, dass ein Labor in Boston tatsächlich einen neuen Virenstrang von Omikron erschaffen hätte, der eine 80-prozentige Todesrate bei Mäusen verursacht. Das bedeutet, 8 von 10 Mäuse, die damit infiziert wurden, sind tot. Und da wir wissen, dass solche Viren an Mäusen getestet und überhaupt Mäuse in Laborversuchen für Sachen genommen werden, die für Menschen eingesetzt werden sollen, könnte das bedeuten, 80% Sterberate bei Menschen, wenn sie mit diesem neuen, künstlich erschaffenen Omikron-Virenstrang in Verbindung geraten. Was das geht da eigentlich Ebola in den Köpfen dieser Forscher vor? Also es ist nicht so schwierig zu verstehen. Also einmal, dieser ganze Bereich ist in der Grauzone mit Biowaffen. Das heißt, es sind ja, die Amerikaner haben das auch unterschrieben, aber sie halten sich nicht mehr dran seit dem 11. September spätestens in den 70er Jahren, also Vietnamkrieg 75 ist das, glaube ich, unterschrieben worden, für die Biowaffenverordnung, die sie ausgehebelt haben. Und die Biowaffen sind ja der heiße Scheiß in der Militärführung mittlerweile. Muss man sagen oder kann man diese Versuche nutzen, um zu sagen, ja, wir machen das ja nur als Abwehr, also die Sachen, die ich immer anführe von Robert Catlick, der beschreibt ja auch in seinen Texten, sagt er, die Gegenseite könnte das machen. Also sozusagen jeder Militär weiß natürlich, wenn man sagt, mit einem Gewehr kann man Leute erschießen, gilt das nicht nur für russische Gewehre, ja. Aber so sind die, ist das da, und dann kann man sagen, man macht Forschung, um sich besser gegen Viruserkrankungen schützen zu können, im Militär gegen Biowaffen oder die Bevölkerung. Und damit ist man aber gleichzeitig in dem Bereich, den man auch nutzen kann. Und das ist etwas, was es unbedingt zu beachten gilt, was auch in unseren Medien nicht vorkommt. Ich empfehle da, es gibt einen langen Aufsatz mittlerweile von Ron Unz, der auch millionenfach angeklickt worden ist in den USA. Seine Stellungnahmen, die er dazu gegeben hat, und auch dieser Aufsatz, wo er genau diesen Connex darstellt, der auch in den normalen Medien überhaupt nicht berichtet wird. Also es war ja, um das auch nochmal zu sagen, es werden sich die meisten sogar daran erinnern, also unmittelbar, als das losging. Und die Frage war, woher kommt denn dieses Virus, als Wuhan genannt wurde, und dieser angebliche Wildtiermarkt, wo es haufenweise Bilder gab, also von Fledermaussuppe aus China. Die Chinesen essen keine Fledermaus. Die Bilder waren aus Palau, aus der Südsee.
es war auch kein Wildtiermarkt, wo sozusagen Affen, also diese Horrorgeschichten, die dann erzählt wurden, wo man sich gleichzeitig drüber aufregen kann. Es war größtenteils ein Fischmarkt, ja, der ganz anders aussah als das, was wir gesehen haben. Die Bilder waren alle von woanders, die gezeigt wurden. Da ist dann übrigens keiner von den Faktencheckern aktiv und sagt, Moment mal, das geht so nicht. Und dann kam in Nature, also in dem renommiertesten Wissenschaftsmagazin überhaupt, kommt ein Artikel mit 20 ganz renommierten Leuten, die sagen, auf Knopfdruck, auf Bestellung, nein, das ist natürlichen Ursprungs, die Fledermaus hat irgendwie was mit dem Schuppentier gemacht und das ist dann auf den Menschen übergesprungen und quasi damit ist mal Informationsmanagement betrieben worden. Und das ist jetzt so, wie ich sage, die öffentlich-rechtlichen Medien oder der Spiegel oder der Tagesspiegel, die ihre Lizenz verlieren müssten, wenn es denn eine gäbe, so müsste Nature, dass sie sich dienstbar gemacht haben, diesen politischen Interessen, dass sie die Wissenschaft aufgemacht haben, einfach für Informationsmanagement von Leuten, die etwas zu verdecken hatten. Denn da war ja Fauci drin, da waren unsere Leute, die für diese Gain-of-Function-Forschung verantwortlich sind. Und das geht durch und es wird nicht gerade gestellt. Es kommen keine Fact-Checker und sagen, Moment mal, wir haben uns da komplett verrannt damals. Und es sagen keine Leute von denen, Moment mal, wir müssen jetzt mal einen Brennpunkt machen in der ARD und sagen, wir haben euch die ganze Zeit Blödsinn erzählt. Sondern das geht durch, das geht weiter. Das ist sozusagen, was wir sehen an vielerlei Beispielen, ist das Versagen des Mediensystems als Korrektiv, auch wenn es sich so nennt, die versagen ja auch, als Korrektiv zu dem, was von staatlicher Seite produziert wird oder von interessengeleiteter Seite, das ist alles vested interest, was wir da gesehen haben. Und mittlerweile stehen wir davor, dass eigentlich von den Sachen, die gesagt worden sind, so gut wie nichts mehr stimmt. Am Anfang wurde uns gesagt, riesige Todesraten, aus England kamen die Zahlen, dann wurde gesagt, wenn wir alle zu 80% geimpft sind, gibt es keine Übertragung mehr, dann sagt man, ja, gibt Übertragung, aber die Krankheitsverläufe sind nicht so schlimm. Mittlerweile wissen wir, dass es vielleicht sogar sein kann, dass man eher Infektionen kriegen kann, also dass wir unser Immunsystem über die Impfung schädigen. Es ist, Ken Jebsen hat seine Sendung abgenommen bekommen, weil er gesagt hat, unglaublicherweise, dass wir Zwangsimpfung kriegen werden, die dann danach kommt. Es wurde als wilde Verschwörungstheorie von Querdenkern bezeichnet. Also da sind wir angekommen, aber es geht durch. Und das ist der Lerneffekt. Mhm. Das kennen Sie selber aus Ihrem Umfeld. Wenn man mit solchen Sachen durchkommt, wird es noch ein dickeres geben. Das ist, wenn das nicht korrigiert wird, wenn nicht gesagt wird, jetzt aber mal Schluss und was ist hier eigentlich passiert und die Leute dafür zu bezahlen haben. Es bezahlen ja immer nur die anderen. Die Leute, die das anrichten, haben noch in keiner Weise irgendwie Konsequenzen dafür zu spüren bekommen, außer Beförderung. Ja, und genau, und dazu ist jetzt übrigens auch gerade ein interessantes Buch erschienen. Genau. zu den Leuten, wie das damals alles gewesen ist. Das ist ja, wenn man das sich heute anguckt, ist es ja eigentlich unfassbar. Man kann es ja, man hält es ja wirklich für eine Dystopie, ja, wenn wir es nicht selber alle erlebt hätten. Hier, dieses tolle Buch von Markus Klöckner und Jens Wernicke, das möchten wir an der Stelle auch mal ganz kurz zeigen. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Darin schildern sie eigentlich das Corona-Unrecht und seine Täter und bringen jede Menge spannende Zitate, Matthias, ne? Naja, wie gesagt, die haben da in dem Buch gesammelt und die Zitate, die da, ich weiß nicht, ob du mal durchscrollen kannst, die sind ja auch immer markiert von Politikern, von Medienleuten und so weiter, wie da eben massiv, ja, gegen Impfgegner oder Leute, die einfach nur skeptisch waren. Impfgegner ist ja auch schon ein sozusagen sehr einschneidender. Man kann ja skeptisch sein gegenüber Impfungen. Ich persönlich bin überhaupt kein Impfgegner. Ich bin aber skeptisch gegen Impfungen, die nicht funktionieren. Und hier, der hat ja auch so mit die Krone aufgesetzt, der Montgomery da, ja. Was sagt er da? Ich kann das nicht gut lesen. Aber wenn Sie ungeimpft auch nicht mehr arbeiten können, brauchen Sie auch keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr, um da hinzukommen, sagt er. Und es gibt, also so nach dem Motto, Zugfahren ist vorbei und das war nicht der Einzige, es ging auch um Restaurantbesuche. Hier Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, sagt, für Leute wie Sie muss die Impfpflicht her, wenn nötig, bis zur Beugehaft. Ja.
Dann Reinhard Becker, Fernsehjournalist von ARD und SWR, sagt, all diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein, sagt der Rostocker Oberbürgermeister, der saarländische Ministerpräsident. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Jens Spahn, früher Gesundheitsminister, sagt, es gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch. In dem Moment, wo Restaurants wieder öffnen, kann man dann wieder sagen, ja, für Geimpfte ist der Besuch dann eben ohne weitere Auflagen möglich und so weiter und so fort. Also das, und so weiter. Ja, wie gesagt, das ist sehr gut. Die Leute, die uns damit sozusagen traktiert haben, 2 Jahre lang, jetzt mal mit ihren Äußerungen zu konfrontieren. Da rudert ja keiner zurück jetzt und sagt, oh ja, Also ihr erinnert euch noch vor 2,5 Jahren, als wir da über Montagnier und diese ganzen Sachen berichtet haben, da war es doch absolut tabu und verboten, über also nur das Wort Grippe im Zusammenhang mit Covid zu erwähnen, ja. Also wer das verglichen hat mit Grippe, das war völlig unmöglich, ja. Und jetzt stellt sich nach 2 Jahren heraus, ja, Covid ist eine bestimmte neuartige Art von Grippe. Viele Leute merken da gar nichts von und andere werden davon schwer getroffen und ganz wenige oder Alte und Geschwächte, die sterben sogar daran, was sie an der normalen Influenza auch tun. Ja, also das ist jetzt mittlerweile so durch. Es wird immer noch versucht, mit diesen Impfungen jetzt die Menschen zu traktieren, obwohl man weiß, dass die Impfung überhaupt nicht vor Ansteckung schützt und auch nicht unbedingt vor schweren Verläufen. Ja, das ist ja mittlerweile alles widerlegt. Und deshalb ist es eigentlich auch völliger Irrsinn, weiter von Impfgegnern zu reden im Zusammenhang mit den Impfungen. Man muss skeptisch sein und es gibt gute Gründe für diese Impfskepsis. Ja. Gibt gute Gründe, einen tiefen Keil durch die Gesellschaft zu schlagen, jedenfalls laut Meinung von Christian Foren, dem Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online, der gesagt hat, was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil, einer, der die Gesellschaft spaltet. Richtig und tief eingeschlagen trennt er den Gefährlichen vom gefährdeten Teil der Gesellschaft. Das muss man sich mal überlegen. Das ist in der Zeit erschienen. Ich frage mich, ob so etwas auch unter den Volksverhetzungsparagrafen fällt. Fragezeichen. Mhm. Fragezeichen. Und wie gesagt, ob der 130 Absatz 5 StGB dann irgendwann, wenn die das hier so weitermachen mit diesem Corona waren, dann eben auch nochmal erweitert. Dann gibt es noch den Absatz 6 und der sagt denn, ja, das gilt nicht nur für Völkermord und Kriegsverbrechen, sondern auch für die Volksgesundheit bedrohende Viren, ja, oder Seuchen. Also das ist vorstellbar. Ich möchte klar sagen, ich habe insgesamt was gegen juristische Varianten dabei, also gegen Bedrohung und Geldstrafen und sowas, sondern die sollen einfach dafür sorgen, dass Leute, das ist unsere aller Aufgabe, dass Leute, die so daneben gelegen haben und so rabiat sind, in Zukunft eben im Gartenbau tätig sind, aber nicht mehr im Journalismus. Also das heißt, die sind zu entfernen aus ihren Funktionen, wo sie so viel Schaden angerichtet haben und Schaden anrichten können. Und das möchte ich nicht juristisch, sondern einfach, dass klar ist, Scheiße gebaut und rausgeschmissen. Das war's. Und tschüss. Ja, genau. Mir fehlt jedes Verständnis für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sagt Günther Jauch, deutscher TV-Moderator. Mir fehlt, lieber Herr Jauch, mir fehlt jedes Verständnis dafür, wie Sie sowas äußern können. Gut, also, das ist ein interessantes Buch, aber wir wollen zum Schluss auf ein weiteres interessantes Buch einkommen, das natürlich hier aus eigenem Hause stammt sozusagen. Und das ist auch alles andere als erquicklich, oder ich weiß nicht, wie nennt man es. Das stimmt gar nicht. Da ist ja immer, also Matthias macht ja alles, was er macht, ist mit einem satirischen, ironischen sozusagen Sprachstil.
das kann man lesen, ohne dass man sich übergeben muss. Man kann lachen, auch wenn es bitter ist, sardonisches Lachen. Ja. Ja, ein Buch, das wahrscheinlich bald verboten wird in Deutschland. Vom Ende der unipolaren Welt. Naja, guck mal, du schreibst hier, dass du immer noch Putin-Versteher bist. Also wenn das nicht geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, Matthias, weiß ich auch nicht, ja, was du dir dabei gedacht hast. Du bist ganz schön mutig. Worum geht's in dem Buch? Und vielleicht kommt in eine Zelle mit Gabriele Krone-Schmalz, die dann daneben ist oder sowas. Aber das gibt's, glaube ich, nicht in Gefängnissen. Ne? Männer, nein, Frauen, ich meine mit dem Putin-Versteher, ich habe ja damals 2014, als der Konflikt anfing, mit Paul Schreier zusammen Wir sind die Guten geschrieben. Untertitel Ansichten eines Putin-Verstehers. Und wir haben uns damals schon diesen Begriff sozusagen übergestülpt und angezogen, ja, weil wir es unmöglich fanden, dass man offenbar jetzt auch gar nicht mehr verstehen darf, ja. Verstehen wurde mit Verehren gleichgesetzt und wer versucht, einen Menschen oder in dem Fall einen Politiker oder Staatsführer und seine Aktion zu verstehen, der war schon draußen vor, ja. Deshalb haben wir damals diesen Begriff genommen. Und Wir sind die Guten war dann auch ein Bestseller, das eines der meist verkauften politischen Sachbücher in 2014. Mhm. Wir haben 2019 nochmal ein Update gemacht. Wir sind immer die Guten, ja. Und da noch weiter ergänzt, was da rausgekommen war oder nicht rausgekommen zu MH17. Dann war in 2019 ja schon im Prinzip könnte man sagen, ein Vorspiel für das, was wir jetzt mit Russland, Ukraine erleben, nämlich Russiagate in den USA, ja, dass also gesagt wurde, der Trump ist ein russischer Agent und wird erpresst von Putin und Hillary Clinton hat damals die Gleichung Putin gleich Hitler schon auf den Markt gebracht sozusagen und wurde verbreitet. Also da fing schon was an und jetzt habe ich im Januar angefangen auf meinem Blog im Prinzip so ein Kriegstagebuch oder Tagebuch des angeheizten Konflikts Russland-Ukraine zu erzählen oder zu beschreiben. Im Dezember haben die Russen ja bekanntlich ultimativ gesagt, so, jetzt ist Schluss hier. Wir wollen jetzt verhandeln. Wir können nicht mehr uns länger anschauen, dass das Donbass da Tag und Nacht bombardiert wird. Und die USA haben das ignoriert und stattdessen eher im Donbass Angriffe gestartet. Ja, ich habe dann begonnen, darüber zu schreiben, die Notizen vom Ende der unipolaren Welt. Und jetzt sind die eben gerade vor einer Woche, ich war auf der Buchmesse, als Buch erschienen. 284 Seiten. Es gibt noch einen Anhang, sehr, sehr interessant. Es gibt auch Vorspann, Einleitung und Sachen, also alles, was nicht schon auch auf dem Blog zu lesen war. Und ich war jetzt, wie gesagt, gerade in Frankfurt und habe bei den Buchkomplizen, dem Versand meines Vertrauens, Exemplare signiert. Und 5 davon verlosen wir jetzt unter der geneigten Leserschaft oder Zuschauerinnenschaft. Heißt das, ich kann jetzt singen? Ach nee, das ist erst bei der Verlosung. Nächste Mal, wir haben eben gedacht, oh scheiße, wir haben Verlosung, Robert muss ja singen. Dann fiel uns ein, gesungen wird ja erst bei der Ziehung in der nächsten Sendung. Also Leute, aber wir freuen uns alle schon drauf. Er hat auch schon ein Lied ausgesucht. Wir freuen uns jetzt drauf und wir verlosen dann 5 Exemplare dieses Werks signiert. Ja. Und wir haben uns auch eine ganz, 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 ganz leichte Frage ausgedacht. Und zwar, welcher deutsche Politiker hat keinen krassen Skandal an der Backe? Nee, Moment, lass uns das erstmal genderneutral formulieren. Wie macht man das jetzt? Welche deutsche Politikerin oder welcher deutsche Politikerin? Welche deutschen Politisierenden haben keinen krassen Skandal, aber es kann ja nur einer von denen sein, die wir zeigen. Welcher, also, es muss heißen, welcher deutsche Politisierende
hat keinen Skandal an der Backe. Aber das welche deutsche politisierende? Welcher? Geht welcher nicht, deutsche politisierende? Ach so. Ja, das kann doch auch eine Frau sein, oder? Ja, aber welcher ist ja schon wieder männlich. Ja, stimmt. Sonst wäre es ja welche, welche politisierende? Ja, also ich sag dir, ey, Gender Times sind difficult, ja. Also wie kriegen wir das hin? Ja, jetzt. Aber Robert, du bist hier der Chefmoderator. Ich hau jetzt hier mal einfach mit der Faust auf den Tisch und sag, welcher deutsche Politiker hat keinen krassen Skandal an der Backe? A. Bundeskanzler Olaf Scholz. B. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Oder C. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Ich wiederhole die Preisfrage. Welcher deutsche Politiker hat keinen krassen Skandal an der Backe? A. Bundeskanzler Olaf Scholz. B. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Oder C. Die Politikerin der Partei Die Linken Sarah Wagenknecht. Wir verlosen 5 Exemplare dieses neuen Buches von Matthias Bröckers vom Ende der unipolaren Welt. Und die richtige Antwort schickt ihr uns bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und wir werden dann in der nächsten Sendung die 5 glücklichen Gewinner verlosen. Die glücklichen Gewinnerinnen werden wir dann verlosinnen. 5 Bücherinnen sind zu gewinnen. Ja. Ne? Genau. Kommt eine Feministin ins Restaurant, sagt eine Salzstreuerin bitte. So, damit sind wir am Ende unserer Sendung endlich angelangt. Moment, Julian Assange. Wie immer. Julian Assange. Was gibt es Neues zu Julian Assange? Es gibt nichts Neues, ne? Deswegen haben wir es diesmal. Es gibt nichts Neues, wir haben nichts. Es gibt wirklich nichts Neues. Aber, Robert, das könntest du noch einblenden zum Schluss für unsere Zuschauenden. Wir haben ein schönes Bild, ein Netzfund sozusagen, das wunderbar eigentlich die derzeitige Stimmung wiedergibt oder das Klima oder die Art und Weise, wie hier wirklich auf wir alle sozusagen oder die große Mehrheit auf diesen vor der Tür stehenden Krieg, die Deindustrialisierung Europas, den Niedergang sozusagen des Landes, die Energiearmut, die dann noch künstlich erzeugte Viren, also wie wir auf diesen Untergang der Titanic reagieren. Da haben wir ein schönes Foto. Blende das doch mal ein. Ne? Ja. Leute, das ist es doch, ja. Mhm. So irgendwie. Wir gucken uns das an. Hauptsache dabei gewesen, hier sitzen Sie in der ersten Reihe, aber ich bin ja der Meinung, wenn der Krieg vor der Tür steht, sollten wir ihn vor der Tür stehen lassen, der rückt schon irgendwann wieder ab, wenn wir nicht aufmachen. So, also. Genau. Macht's gut. In diesem Sinne. Ja. Lieber Dirk, lieber Matthias. Was machen wir mit den ganzen Bösen? Wir stellen sie an die Wand. Und lassen sie stehen. Macht's gut, ihr beiden. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Und auch euch vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt oder uns zugehört habt bei unserem Exo-Podcast. Bitte vergesst auch nicht mal unseren Telegram-Kanal anzuschauen. Den Link gibt's auch in der Beschreibung. Bitte liked und teilt unser Video. Ladet's auch gern irgendwo anders hoch. Das ist uns nur recht, denn uns geht es wirklich um die Informationen, die wir hier verbreiten möchten. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder, hoffentlich hier im dritten Jahrtausend.